Ich habe ja ein wirklich heißes Thema mir heute ausgedacht. Beziehungsweise genauer gesagt hat der Herr mir es gesagt, ich solle mich damit beschäftigen. Und da war ich gar nicht so begeistert davon, weil ich wusste, dass es ein Haufen Arbeit ist. Und in dieser Woche hatte ich wenig Zeit. Aber mit der Gnade des Herrn habe ich es geschafft. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Abstieg und Wiederherstellung des Christentums. Oha, Abstieg und Wiederherstellung des Christentums. Sagen wir es mal so, ein Blick in die Kirchengeschichte mit ziemlich vielen Downs und dann irgendwie auch einigen, vielen sogar Dingen, die sich wieder gut entwickelt haben. Ihr werdet das gleich sehen. Wisst ihr, wenn ich mir in der Bibel, im Neuen Testament, insbesondere der Apostelgeschichte, lese, wie die Urgemeinde gewesen ist, mit welcher Dynamik, welcher Power die Gemeinde gestartet ist, ja, die Jesus geschaffen hat, die Jesus sozusagen auf den Weg gebracht hat, ja, nach Pfingsten, was da geschehen ist, welche Kraft da war, welche Erschütterungen durch die Gemeinde in die Gesellschaft hineinkamen, wie viele Menschen sich bekehrt haben und und. Dann ist es etwas, wo ich sage, okay, da wurde das Level gelegt für alles, was eigentlich christliches Leben bedeutet. Ja? Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes dort in Jerusalem begann das Reich Gottes im Grunde genommen sich auszubreiten. Jetzt war das Reich Gottes nicht mehr nur nahe herbeigekommen, wie Jesus immer gesagt hat, sondern es war da. Der Heilige Geist war da, in Menschen, ja, in Nachfolgern Jesu. Jesus war gestorben, hatte den Tod besiegt, war auferstanden, hatte die Jünger nochmal gelehrt, war zum Himmel gefahren, hatte den Heiligen Geist gesandt, Pfingsten war gekommen und jetzt ist er erhoben in der himmlischen Dimension, König der Könige, Herr der Herren und hier auf der Erde ist eben der Heilige Geist, der uns leitet und führt und lenkt und in alle Wahrheit bringt. Wir wissen, was da geschehen ist. Der Heilige Geist fiel, da war das mit den Feuerflammen. Und danach ist, wie ihr wisst, Petrus vor die Menge gekommen. Es war übrigens ein Wallfahrtsfest, es waren Unmassen von Menschen da. Ja, also vielleicht Millionen von Festtagspilgern. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Und dann hat Petrus gepredigt. Und das, was uns von dieser sehr langen Predigt überliefert ist, auch die anderen Jünger haben übrigens gepredigt, was uns da überliefert ist, ist ein kleiner Ausschnitt. Und das ist sehr bemerkenswert, weil Petrus bezieht sich auf eine endzeitliche Prophetie in dem Propheten Joel. Und dann lese ich mal hier, was in Apostelgeschichte 2 ab Vers 17 steht. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Übrigens, das Wort, was da steht, heißt wirklich Fleisch. Also so, wie wir Fleisch verstehen. Ja, ganz in dem gleichen Sinne. Also Fleisch, Fleisch. Ne? Keine andere Bedeutung. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, eure Ältesten werden Traumgesichter haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag Jahwes kommt, beziehungsweise des Herrn kommt. Bei Joel heißt es an der Stelle der furchtbare Tag des Herrn. Petrus spricht vom herrlichen Tag des Herrn, ganz interessant. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. So, das ist das im Wesentlichen, was uns die Bibel als diese allererste Predigt der Urgemeinde weitergibt. Und das ist extrem interessant, denn Petrus greift hier diese endzeitliche Vision auf, ne? Und dann sagt er, das ist das, was hier passiert ist. Aber weißt du was? Das, was der Prophet Joel geschrieben hat, ist gar nichts deckungsgleich mit dem, was wir lesen, was in der Urgemeinde passiert ist. Ja?
So, keins von den Erkennungszeichen, die Joel prophezeit hat, waren da deckungsgleich, ne? Zu dem, was uns die Bibel berichtet im Neuen Testament. So, die Apostelgeschichte sagt, dass es weder Weissagung gab, noch Gesichte, also zu dem Zeitpunkt, noch Gesichte gab, noch Träume gab, wie Joel verheißen hatte, sondern Zungenrede gab's. Predigten in anderen Sprachen gab's. Ja? Von einer Ausgießung auf alles Fleisch des Heiligen Geistes kann überhaupt keine Rede gewesen sein, weil es waren ja nur diese kleine Gruppe von der Urgemeinde. Ja? Von den beschriebenen Naturereignissen bei Joel war ebenfalls nichts zu finden. Stattdessen gab es starken Wind und diese Feuerzungen. Und es wird später ein Erdbeben erwähnt. Ja? Aber fast unmittelbar kam es zu Zeichen und Wundern durch die Hände der Apostel. Ja? Genau wie Jesus den Dienst begonnen hat, so sind sie weiter vorangegangen mit dem gleichen Dienst. Und dann, wenn wir weiterlesen, wird Gottes Furcht erwähnt, Gütergemeinschaft, ständiges Beisammensein, auch in der Lehre. Abendmahl wird erwähnt, Gemeinschaft wird erwähnt, Freimut und Kühnheit, das Wort zu verkündigen, Taufe und Vollmacht werden erwähnt. Und man kann sich eigentlich fragen, hey, wieso hatte Petrus denn gesagt, das ist genau das, was der Prophet Joel vorhergesagt hat? Wieso beansprucht er das? Ja, obwohl das so unterschiedlich eigentlich war. Das war, weil das, was dort in Jerusalem geschehen ist, die Initialzündung war von dem, was kommen sollte. Die Erfüllung von all dem, was Joel prophezeit hatte, der Startschuss, der war gegeben. Und all das, was Joel gesagt hat, sollte sich erfüllen in der letzten Zeit, in den letzten Tagen. Ja? So, es ging um die Sichtbarwerdung der prophetischen Verheißung. Und zwar ganz real. Das, was an jedem Tag passierte, das war der Startschuss. Der Startschuss, das eigentliche Rennen kam dann. Ne? Und darin sollten sich all die Dinge, oder werden sich all die Dinge, die Joel verheißen hat, dann noch erfüllen. So, als unmittelbares Ereignis an diesem Tag lesen wir, dass 3000 Männer gerettet worden sind. Nein, Seelen heißt es hier. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also da gehörten die Frauen wahrscheinlich auch dazu. 3000 Leute gerettet an diesem ersten Tag. Pfingsten, ja, in Jerusalem, in der Stadt, unter den Festtagsbildern. 3000. Das war sozusagen die Erstlingsfrucht. Aber das Interessante ist, wenn wir weiterlesen, einige Tage später berichtet die Bibel, Apostelgeschichte 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. So, das war das mit den Männern. Etwas später, ja, einige Wochen später, wirft man den Aposteln Folgendes vor. Ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Das war in Apostelgeschichte 5, Vers 28. Wow, da merkst du, da war eine Power drin, eine Dynamik, das hat sich ausgebreitet, da ist was passiert. Dann heißt es in Apostelgeschichte 21, Vers 20, das war einige Jahre später, du siehst, Bruder, wie viele Myriaden der Juden es gibt, die gläubig geworden sind. Myriaden heißt Zehntausende. Also mehrere Zehntausende an Juden sind gläubig geworden in einer Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern. War schon mal was. Wahrscheinlich steht das übrigens in deiner Bibel falsch. Ja, weil da nur Tausende steht. Aber im Urtext steht hier Myriaden. Ein Begriff für Zehntausende. Der ist, aus welchen Gründen auch immer, in den meisten deutschen Bibeln echt richtig falsch übersetzt. Gut, 18 Jahre nach Pfingsten ist Paulus in Thessalonik. Ja, und da wird er angegiftet und man sagt, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die Christen haben in 18 Jahren es geschafft, den Erdkreis aufzuwiegeln. Die Botschaft hatte eine solche Power, eine solche Dynamik. Der Dienst Jesu hatte sich ausgebreitet. Es waren jetzt nicht nur er allein, sondern es waren die 12 und dann die Diakone und Leute wie Paulus, die gegangen sind und das Evangelium weitergebracht haben.
in der Kraft des Geistes, in der Power des Heiligen Geistes. Eine gigantische Dynamik, die eigentlich dort gestartet hat. Und wir müssen verstehen, dass das, was in der Urgemeinde passiert ist, das Muster ist, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat. Das Muster ist, wie der Heilige Geist Gemeinde geformt hat. Das ist es, worum es geht. Das ist das Vorbild für uns alle. Ja? Die Urgemeinde ist nicht irgendwas Verstaubtes, was vor 2000 Jahren war und wo die alle noch nicht so ganz gut drauf waren und hat mit uns heute nichts zu tun, sondern es ist das, was im Grunde genommen aus dem Geist heraus geboren ist, als Beispiel, als Muster, wie Gott sich das denkt, wie Gemeinde laufen soll. Später lesen wir, da schreibt Paulus in Kolosser 1, Abvers 5, da spricht er schon davon, dass er sagt, das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Weißt du, das ist nicht eine blumige Formulierung. Das ist eine Wahrheit, die er hier weitergibt. Das Evangelium ist schon in die ganze Welt ausgegangen. In Kolosser 1, Vers 23 heißt es, dass euch nichts abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Er sagt, hey, das Evangelium ist der gesamten Schöpfung unter dem Himmel in der damalig bekannten Welt schon gepredigt worden. Unmengen von Menschen wurden inspiriert, sind vom Heiligen Geist erfüllt worden, sind losgegangen und haben wirklich ihre Umwelt mit dem, also ihr Umfeld mit dem Evangelium erreicht. Apostelgeschichte 19, Vers 10 lesen wir, dies geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Wisst ihr, da war eine Power drin, eine Dynamik drin, die durch die begleitenden Zeichen und Wunder, die durch die Kraft des Evangeliums, durch Befreiungsdienst, durch Heilung und so weiter dafür gesorgt haben, dass die Leute gekommen sind und gehört haben. Im Grunde genommen war es genauso wie der Dienst Jesu, der einfach weitergeführt worden ist. Ja? Es gibt in der Kirchengeschichte den Hinweis, dass 40 Jahre nach Pfingsten es aus allen Teilen der bekannten, damals bekannten Welt Berichte von Predigern gibt. So, das heißt, die haben angefangen und den Missionsbefehl ergriffen und sind richtig gut gestartet. Richtig super gestartet, wie Jesus es uns beauftragt hat. Ja, Jesus sagt, wie du, also im hohen priesterlichen Gebet heißt es, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und das sind wir. Du glaubst an Jesus durch das Wort, dann bist du hier in diesem Gebet mit erwähnt. Ja, wir sind in die Welt gesandt, um das Reich Gottes zu verkündigen, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist unser Job. Und die Gemeinde damals hat das aufgegriffen. Und wenn du dir heute die Christenheit anschaust, sagst du, irgendwie muss irgendwas in der Zwischenzeit passiert sein. Denn das, was wir heute finden, ist nicht das, was du im Neuen Testament liest, wie Gemeinde aussieht. Und genau darum geht es heute in meinem Vortrag hier. Ich möchte mit dir genau diesen Punkt untersuchen. Was ist in diesen fast 2000 Jahren eigentlich passiert? Gut, aber schauen wir uns zunächst noch mal kurz die Situation hier mit der Urgemeinde an. Ja, die Urgemeinde, das ist ein Zeitraum von etwa 30 Jahren. Jesus wurde gekreuzigt, um das Jahr 30 oder 33 so rum, keiner weiß es genau. Und dann bis so etwa zum Jahr 65 rum, das ist die Zeit der Urgemeinde. Und danach ändert sich langsam das Bild. Und das ist unser Vorbild. Das ist das, wo wir uns eigentlich nach ausrichten sollen. Genau, in dieser Urgemeinde gab es zunächst einmal absolut die Lehre der Umkehr. Also was Jesus gepredigt hat, wurde einfach weitergeführt. Ja? Den Glauben an Gott. Es wurde von Wassertaufe und es wurde von Geistestaufe gesprochen. Es war eine extreme Betonung auf Gebet. Ja? Die
Ungläubigen bekamen Predigten, die Gläubigen bekamen Lehre, damit sie aufgebaut worden sind. Ja, es gab Zeichen, es gab Wunder, das Apostelgeschichte ist gestopft voll davon. Ja, und es gab Wachstum, wie ich es dir gerade gesagt habe. Das Evangelium war nicht etwas, was nur so verkündet worden ist und keine Auswirkungen hatte, sondern der ganze Erdkreis damals wurde erschüttert. Da war was. Und weißt du was? Genau das brauchen wir übrigens heute. Ne? Da war wirklich etwas Gewaltiges. Du liest beispielsweise, die Volksmenge achtete einmütig auf das. Oder es wurde durch ganz Joppe hin irgendwas bekannt. Ja? Oder eine große Zahl glaubte und so weiter. Immer wieder lesen wir das in der Apostelgeschichte. Ne? Und letztlich wuchs sie gewaltig an. Es gab Leitung und Führung durch den Heiligen Geist. Die wurden vom Heiligen Geist geleitet. Die haben gefastet, haben gebetet und dann haben sie irgendwelche prophetischen Impulse oder irgendwas bekommen und haben gedacht, okay, dann setzen wir das so um. Also sie haben sich nicht auf menschliche Weisheit, irgendwelche Strategien, Konzepte, sonst was verlassen, sondern auf das, wie der Geist führt. Und genauso sind sie vorwärts gegangen. Dann lesen wir von Lobpreis. Sie waren eine Gemeinschaft, die den Herrn pries. Ja, in welcher Weise auch immer. Das muss nicht unbedingt Gesang gewesen sein, aber natürlich schon. Ne? Und Paulus fordert uns ja auf, wenn ihr zusammenkommt, ein jeder habe einen Psalm. Also jeder soll im Grunde genommen ein Lied haben, einen Beitrag haben, einfach um den Herrn zu preisen. Und letztlich, wenn wir es so uns anschauen, war der Lebensstil dieser Christen Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn. Das brauchen wir dringend heute. Sie wussten, sie sind Fremdlinge auf Erden. Das gilt für dich und mich. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigten vom Reich Gottes und vom Reich der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind Fremdlinge auf der Erde. Dann ein sehr wichtiger Punkt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist auch etwas, was man vielen Christen in unserer Gesellschaft heute sagen muss. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gerade in einer Phase, wo so ein irrwitziger Kadavergehorsam gegenüber irgendwelchen Menschen eingefordert wird. Ja? Sie gaben ihr Leben für die Verbreitung und Verkündigung des Evangeliums. Ne? Wo immer sie waren, haben sie Evangelium verkündet. Sie waren auch bereit zu geben, also ein gewisses Maß an Opferbereitschaft. Ja? Sie gaben, was sie hatten. Sie lebten in dieser verbindlichen Gemeinschaft. Sie hatten dieses Kleingruppenkonzept mit den Hin- und Hertreffen in den Häusern. Und wie gesagt, Mission war ein Riesenthema. Das ist ja eigentlich das Hauptthema von der Apostelgeschichte. Wir lesen aber auch, dass sie eine sehr stabile Leiterschaftsstruktur hatten. Und was sie nicht hatten, waren eigene Gebäude, also Kirchengebäude oder sowas. Sie hatten ganz wenig irgendwelche Formen, Rituale, Hierarchie oder sowas. Sie hatten auch ganz wenige Symbole oder Abbildungen. Ne? Das war die Situation der Urgemeinde. Und dann Mitte der 60er Jahre endete eigentlich so das, was uns die Bibel von der Apostelgeschichte berichtet. Die meisten Leiter der Urgemeinde waren verstorben, heimgegangen. Die Jünger übrigens alle bis auf Johannes wurden hingerichtet gemäß der frühchristlichen Überlieferung, viele von ihnen auch am Kreuz. Und jetzt war so die Nachfolgegeneration gekommen, also wie wir beispielsweise wissen, Apollos, Timotheus, Barnabas, Titus und so weiter. Und von denen haben wir ganz wenige Berichte. Ich habe hier gefunden, dass ein Historiker gesagt hat, zwischen dem Jahr 68 und 100 nach Christus haben wir fast nichts, was wir wissen über die damalige Situation der Christenheit. Aber eins können wir feststellen, in der Zwischenzeit ist irgendwas passiert, weil wenn wir im Jahrhundert schauen, ist das eine ganz andere Situation, als wir es in der Apostelgeschichte finden. Das heißt, es gab etwas, was sich verändert hat. Es gab etwas, was nachgelassen hat. Die Geistesgaben waren auf einmal nicht mehr so angesehen. Ja? Man hat sich mehr auf Organisation, auf irgendwelche Hierarchien und so weiter verlassen. Und genau das wollen wir uns dann anschauen. Gut, und
Dazu möchte ich jetzt dir hier wieder meine tolle Tafel holen. So, lassen wir sie erstmal so. Meine tolle Tafel, da will ich dir nämlich ein bisschen was zu erklären. Das hier ist ein Zeitstrahl. Hier haben wir einen Zeitstrahl unten und oben. Hier haben wir also jetzt das Jahr 0. Jahr 500, 1000, 1500, 2000 und dann 2021 heute. Hier ist heute. Und hier ist eben die Urgemeinde. Und wir haben hier die Lebenszeit Jesu, wie gesagt, etwa bis zum Jahr 30. Und dann haben wir hier die Urgemeinde etwa bis zum Jahr 65, das ist hier. Und ab dann entwickelt sich das Ganze anders. Das war so in der Absicht, wie der Herr das hatte. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Da ist etwas, was wirklich den Absichten Gottes entspricht. Das ist das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Ein relativ kurzer Zeitraum, wenn wir uns hier so diesen Zeitstrahl anschauen. Aber hier ist das, wo die Bibel uns darüber berichtet. Ja? Und dann folgen von da an 2000 Jahre, fast 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und diese Kirchengeschichte, die hat es in sich. Ja, die hat nämlich diese dramatische Dynamik, diese dramatische Bewegung komplett verändert. Da geschah einiges. Jetzt muss man wissen, in dieser Zeit gab es vor allen Dingen eine gewaltige Welle von Attacken des Feindes durch brutale Verfolgung von außen. Ja, Verfolgung, brutale Verfolgung, lesen wir ja bereits in der Apostelgeschichte. Und durch außerordentlich raffinierte Irrlehren von innen. Vielleicht hast du mal den Begriff Gnostik gehört. Ja? So, und dann war Folgendes. Biblische Wahrheiten, biblische Werte, die hier galten, verschwanden im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahrhunderte. Und zwar immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und es kam zu einer kompletten Verformung dessen, was ich mal Christentum nennen will. Ja? Es kam, die Christenheit als solche hat eine komplett Veränderung erfahren, eine Degenerierung ihrer Werte, bis hin, dass sie nur noch ein Schatten ihrer selbst war, ein Zerrbild. Und das schauen wir uns gleich mal an. An der Stelle möchte ich allerdings was sagen. Das ist meine Sichtweise der Kirchengeschichte. Ja? Die Kirchengeschichte ist ein irrwitzig komplexer Bereich. Ne? Und ich reiße hier nur ein paar Sachen an. Ich sage hier nur ganz wenige Dinge, die ich anspreche. Und es ist nicht vollständig und das ist auch nicht sehr ausführlich, sondern ich möchte ein Detail, einen wichtigen Punkt zeigen, nämlich den Verfall und die Wiederherstellung urchristlicher Wahrheiten. Also, wenn du eine andere Ansicht das hast, dann ist das für mich okay. Manches mag dir vielleicht nicht gefallen. Lass dich trotzdem drauf ein, weil es geht hier um eine wichtige geistliche Wahrheit. Ja? Auf ein paar Punkte, die ich nur kurz anreiße, werde ich vielleicht auch ein bisschen näher in den kommenden Monaten eingehen. Was mir wichtig ist, ist Folgendes. Es gab immer, zu allen Zeiten, Männer und Frauen Gottes, die waren geisterfüllt, die haben Zeichen und Wunder getan, die sind in den Absichten Gottes vorwärts gegangen. Das waren Leute, die in Kraft waren, das waren Leute, die hinterm Herrn her waren und häufig, sehr häufig haben sie mit ihrem Leben bezahlt. Gab es zu aller Zeit. Was ich hier mache, ist nicht das Gesamtbild der Christenheit, sondern den Verfall der christlichen Werte, um den es mir hier geht. Ja? Es gab immer gute Leute. Und es gab immer Wölfe im Schafspelz.
Es gab immer auch Agenten des Feindes. Okay, also was ich hier zeigen möchte, ist ein wichtiger Aspekt der Kirchengeschichte. Ja, bitte tu es nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Ganz wichtig ist mir, ich verurteile hier niemanden über die Entwicklung. Ja, dazu werde ich hinterher noch was sagen. Gut, also hier oben haben wir zunächst einmal bis zum Jahr etwa 30, sagen wir mal, Jesus. Dann haben wir hier Pfingsten. Und dann, wie gesagt, die Zeit der Urgemeinde etwa bis zum Jahr 65. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt bereits ein Niedergang. Es gibt bereits einen Niedergang und wir erleben schon im Jahr 110, also etwa da, ja, dass es Dinge gibt, wo sich Formalismus eingibt, wo man also nicht mehr so einen lebendigen Gottesdienst hat, sondern so irgendwelche Formen sind. Ja, eine sehr starke liturgische Vorgabe. Schreiben wir mal hin, hier Formalismus. Also nicht aus dem Heiligen Geist, spontan, geisterfüllt, kraftvoll, sondern irgendwie eine vorgefertigte Form. Kannst du das gut sehen? Wenn nicht, mache ich es mal so. Ja, gut. Formalismus. Und dann, zur gleichen Zeit, geschah etwas, was nicht gut war. Es gab nämlich eine Trennung, hier auch alles schon zu diesem Zeitpunkt hier, eine Trennung von Geistlichen und Laien. Es gab schon Profi-Geistliche und es gab die anderen, das waren die Laien. Das war in der Urgemeinde nicht der Fall. So, Trennung schreibe ich mal hin. Geistliche zu Laien. Eine wirklich sehr, sehr ungute Entwicklung, weil wenn du die Apostelgeschichte liest oder die Briefe von Paulus liest, es geht ihm so darum, dass wir alle miteinander gemeinsam im Dienst stehen. Ja, ein jeder aber habe etwas, sagt er. Das hat sich relativ schnell schon damals verabschiedet, weil man die Profis hatte, die durften alles, wussten alles und eben dann die Laien. Und dann war es so, dass bereits um das Jahr 160, das ist da, es zu etwas gab, was auch nicht in der Apostelgeschichte zu finden ist, nämlich eine extreme, und ich sage extreme, Betonung des Bischofsamtes. Ja, es war dann so, überall entstanden die Gemeinden, überall wurden dann natürlich auch Leiter, Älteste und so weiter eingesetzt. Es gab begnadete Leute, es gab Leute, die waren im Dienst. Und auf einmal entstanden irgendwelche Pastoren oder was auch immer, die in ein Bischofsamt eingesetzt worden sind. Und diese Bischöfe, die wurden immer wichtiger und die wurden etwa ab dem Jahr 160 sehr stark betont. Ich schreibe mal hin, Betonung Bischofsamt. Oder Bischof. Betonung des Bischofs. Betonung des Bischofs. Und damit du verstehst, wie das gewesen ist, möchte ich dir hier was vortragen. Ja? Diese Trennung von Geistlichen und Laien war bis zum Jahr 250, also etwa hier, bereits komplett erfolgt. Da gab es also nur noch zwei Gruppen in der Gemeinde, Profis und Laien. Ne? Die unmündige Masse und die Geistlichen. Und da gab es beispielsweise, das war so um dieses Jahr hier 160 rum, was ich hatte, Betonung des Bischofes, einen gewissen Ignatius, Bischof von Antiochien, der hat das extrem stark betont, das Bischofsamt, ja, weil aus seiner Sicht war das beste Schutzmittel gegen die Irrlehren. Und Irrlehren waren da, es war eine starke teuflische Attacke. Aber der Typ war so drauf, der sagte beispielsweise, schaut auf den Bischof, so wie wir auf den Herrn selbst schauen würden. Oha, da wird der Bischof
zu einer Person, wie du den Herrn selber anschauen würdest? Betrachte den Bischof als einen, der an Gottes Stelle steht. Verehrt die Diakone wie Christus, den Bischof wie den Vater. Also das ist wirklich extrem schräg. Wenn ich sage Betonung Bischofsamt, dann heißt es nicht eine gesunde Bewertung dieses Amtes, weil da besondere Leute sind, sondern das ist etwas, was eingefordert wird und was richtig, richtig in die falsche Richtung ging. Ohne den Bischof ist es nicht erlaubt zu taufen oder Abendmahl zu feiern. Ja? Oder er sagt, nur die Abendmahlsfeier ist vollgültig, die der Bischof oder ein von ihm gewählter Stellvertreter leitet. Wo der Bischof erscheint, dort ist Gemeinde. So, und das ist nicht in Ordnung, das ist auch nicht biblisch. Das ist etwas, was in eine ganz schräge Richtung ging. Das kann man erklären durch die Kampf gegen die Irrlehre, weil da alles Mögliche hochpoppte und alle möglichen Leute da waren, die irgendwas behauptet haben. Und die mussten irgendwie das regeln und da haben sie gesagt, okay, die Leute, die gelehrt sind, ja, die richtige Lehre weitergeben, die müssen wir stärken. Aber da sind die echt meiner Meinung nach auf der falschen Seite vom Pferd gefallen. Was auch nicht so gut war, war, bereits zu dieser Zeit gab es eine starke Betonung der guten Werke, die notwendig sind. Ja, und es gab eine allegorische Auslegung der Schrift, also eine bildliche Auslegung der Schrift. Man hat das also nicht wörtlich genommen, sondern da irgendwas dann rein interpretiert. Das also zu dieser frühen Zeit schon, sozusagen im zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Ja, also Trennung von Laien und Geistlichem, Bischof ganz besonders doll. Und dazu kam es dann eben auch zu solchen dogmatischen Quengeleien, die haben sich untereinander dann gezofft, die verschiedenen Gemeinden. Und es gab auch, wie gesagt, Formalismus war sehr stark bereits ausgeprägt, Liturgie, Symbole und dann eben auch die Sache mit den Sakramenten. Und da gab es zu der Zeit um das Jahr 200 hier eine interessante Gegenbewegung. Ich mache mal einen ganz kleinen Strich in Blau. Das waren die Montanisten. Montanisten hießen die Kollegen. Das war also ja, 140 Jahre nach der Urgemeinde, war das eine Bewegung von Leuten, die gesagt haben, wir müssen wieder dahin zurück. Wir müssen das, was wir verloren haben, wieder zurücknehmen. Und das war aus unserer heutigen Sicht noch nicht so viel verloren, aber die waren ganz scharf dahinterher. Das war also etwas, was wir heute vielleicht als eine charismatische Bewegung bezeichnen würden. Zungenrede, Prophetie, Vision, Endzeiterwartung. Und sie haben gedacht, wir müssen aus dieser starren, formellen Christenheit raus. Wir müssen wieder dieses Leben haben. Und es war eigentlich eine super, super, super Bewegung, die dann bekämpft worden ist und leider nicht so zum Durchbruch gekommen ist. Das Einzigste, was es an Kritik wirklich, also so wie ich es gefunden habe bis jetzt, gefunden habe, ist, dass die Propheten, die bei ihnen waren, die waren also wirklich so ein bisschen ausgetickt. Ja, und sie haben auch gesagt, ihre Prophetien sind unfehlbar. Aber ansonsten, das, was sie auf dem Herzen hatten, wie sie die Christenheit verändern wollten, das war etwas, was in eine sehr, sehr gute Richtung ging. Aber leider war es nur eine Bewegung. Die Gesamtbewegung der Kirche ging eigentlich weiter, ich sag mal, nach unten. Ja? Übrigens zu diesem Zeitpunkt um das Jahr 200 war der Kanon der Bibel dann auch abgeschlossen, also die biblischen Bücher. Der entscheidende Punkt war, dass es von Aposteln oder ihnen Nahestehenden geschrieben sein sollte. Und um das Jahr 200 war das weitgehend vollständig im Neuen Testament. Und um das Jahr 400 war es dann gefixt und fertig. Ja, gut. Zu dieser Zeit gab es auch ganz viel Christenverfolgung, was dann natürlich auch die Gemeinde sehr stark geprägt hat. Und die sind im Untergrund gegangen und so weiter. Danach kam es zu einer Entwicklung, die eine starke Machtzentralisation hatten. Es gab drei Großstädte. Das war Rom, Konstantinopel und
Alexandria. Und in diesen drei Städten entstanden sehr große Bischofssitze, die dann auch teilweise konkurriert haben. Und Rom hat dann natürlich die stärkste Position gehabt, hatte bereits ums Jahrhundert die größte Gemeinde der damaligen Welt. Ja, und war auch 250 immer noch die größte Gemeinde. Und dann hat sich das immer mehr, auch von der Macht her, auf diese Städte konzentriert. Also nicht das gesamte Volk Gottes, nicht eine Bewegung, sondern es gab solche Machtzentren, wo also wirklich im Grunde genommen sich das Ganze dann zusammengeballt hat und wo eben diese Profis waren. Zu der Zeit gab es dann auch die Entwicklung von Lehrgebäuden, so Lehrkonstrukten, Dogmen. Ne? Also nichts gegen Dogmen. Dogmen können gut sein, aber Dogmen können auch ziemlich in die falsche Richtung gehen, wenn sie nämlich nicht wirklich, wirklich biblische Wahrheiten aufgreifen und weitergeben, sondern irgendwas behaupten. Und da gab es relativ viel. Dann, wie gesagt, Zentralisation, habe ich gerade gesagt. Etwas, was echt nicht gut ist. Ja, einige wenige Top-Bischöfe, die im Grunde genommen dann über die Christenheit zu bestimmen haben, was läuft und was nicht läuft. Das ist das, was wir bis zum Jahr 200 etwa sehen. Dann gab es einen Typ, etwas später, den Namen hast du auch schon mal gehört, Augustin. Augustin, der Kirchenvater, hatte ein paar sehr, sehr gute Sachen drauf, war auch wirklich in vielerlei Hinsicht ein guter, maßgeblicher Mensch, hatte aber auch ein paar echt sehr, sehr schräge Ansichten, auch hinsichtlich dem Beziehung zum Volk Israel, zu den Juden, zu den, wo eigentlich ja das ganze Christentum entstanden ist und so weiter. Er hat beispielsweise Folgendes gesagt: Es gibt kein Heil außer der katholischen Kirche. Er hat dann auch den Gebrauch von Reliquien gefördert und dann kam auch das Thema Fegefeuer auf einmal ins Gespräch. Und zu der gleichen Zeit dann kam dann auch eine extreme Betonung von Sakramenten und eben auch der Kindertaufe. Das heißt, bei den Sakramenten ging es nicht mehr um eine persönliche Glaubensbegegnung, es ging nicht um eine Bekehrung, es ging nicht darum, dass du persönlich Gott irgendwie begegnet hast, sondern was mit dir was war, sondern durch das Sakrament begegnest du Gott. Punkt. Ja? Und das ist echt sehr komisch. Sakramente nur in der Kirche und ohne diese Sakramente und ohne die Kirche kein Heil, keine Erlösung, bist draußen. Das ist eine ziemlich ungute Entwicklung gewesen. Und da gab es einen ganz, ganz, ganz dramatischen Zeitpunkt, den kannst du dir merken, das war das Jahr 313. Im Jahr 313 veränderte sich das Bild und die Form und das Gesicht der Kirche, der Gemeinde Christi, des Christentums komplett. Total. Schau, vorher waren es diese Gemeinden in der Pau des Heiligen Geistes, ja, mit ein paar Schwierigkeiten, aber im Grunde genommen ging das noch gut. Sehr viel jüdische Prägung. Man hielt den Schabbat, man hielt teilweise die biblischen Feste. Man war in diesem ganzen jüdischen Kontext noch drin. Man hatte ja auch zum größten Teil nur, in Anführungsstrichen, die Schriften des Alten Testaments. Ja, und eben dann diese Briefe, die dann eben überall rumgingen und gelesen worden sind. Das war das Leben der normalen Gemeinde. Sie war extrem stark jüdisch geprägt. Wenn du den Korintherbrief liest, merkst du das. Das sind Heiden und Paulus schreibt die an mit der größten Selbstverständlichkeit über jüdische Brauchtum zum Passafest. Weil er wusste, die verstehen, worum es geht. Was heute teilweise Christen unverständlich ist, von was der eigentlich redet. Aber die Heiden damals, die wussten es. Weil es war eine ganz, ganz starke Prägung aus dem Judentum noch hineingekommen in diese ursprüngliche Gemeinde. Und durch verschiedene Entwicklungen, das ist mal ein extra Thema, über das ich mal sprechen kann, kam es zu einer Trennung, zu einer scharfen Trennung, zu einem Auseinanderdividieren zwischen dem jüdischen Juden, den messianischen Juden, ja, und also den Judenchristen und dann den Heidenchristen, die dann im Grunde genommen das Christentum gebildet haben.
Und das ging richtig scharf auseinander. Und da war dieses Jahr ein extrem wichtiger Zeitpunkt. Es war ein extrem wichtiger Zeitpunkt. Das war nämlich der Erlass von dem Kaiser Konstantin. Konstantin ist für mich die größte Tragödie, die größte Katastrophe, die die Christenheit in ihrer 2000-jährigen Geschichte erlebt hat. Das war ein Cäsar, das war ein Heide, das war ein Sonnenanbeter, das war ein auch, wie soll ich mal sagen, gewalttätiger Mensch, ja, ein richtiger Gewaltherrscher. Und er hatte diese dubiose Erscheinung von einem Kreuz. Was man davon halten soll, ist auch sehr fragwürdig. Vor einer entscheidenden Schlacht, wo es um einen anderen ging, der auch um das Kaiseramt, Cäsarenamt da mit ihm gekämpft hat. Und dann hat er eben diese Erscheinung gehabt, Kreuz gesehen und es hieß, in diesem Zeichen wirst du siegen. So, dann hat er tatsächlich gesiegt und hatte dann, wie soll ich mal sagen, massiv Eingriff genommen in die Entwicklung der Christenheit. Weil irgendwie war da ja was, ne? So, und diese Veränderung hat die Gemeinde, die vorher teilweise unter immer wieder Wellen von Verfolgung gelitten hat und immer noch diese jüdischen Wurzeln hatte und immer noch diese Power hatte, in ein komplettes Staatssystem verwandelt. Es kam zu der Verbindung zwischen Staat und Kirche. Ja, Christentum wurde jetzt erlaubt. Verfolgung wurde komplett aufgehoben. Die Menschen wurden aufgefordert, Christentum anzunehmen, zu dem Zeitpunkt noch ohne Zwang. Die Christen wurden begünstigt, wurden befördert. Ja, so, und vom Kampf in der Verfolgung war man auf einmal in politischer Macht. Man war auf einmal in einer Position, wo man akzeptiert war, wo man Power hatte, Möglichkeiten hatte, in der Welt, in der, dem römischen gesellschaftlichen System was zu machen. Auf einmal gab es politische Macht, auf einmal gab es materiellen Besitz und so weiter. Aber das Ganze war ein hoher Preis. Konstantin hat massiv Einfluss auf die damalige Kirche genommen. Ja, er hat beispielsweise in ganz entscheidender Art und Weise Einfluss genommen, dass das Judentum und das Christentum scharf getrennt worden sind. Er hat den Sonntag eingeführt als Feiertag. Ja, es gab Christen vorher, die haben den Sonntag gefeiert und es gab sehr viele, die haben den Schabbat gefeiert. Aber dann wurde es verboten, den Schabbat zu feiern. Man musste eben den Sonntag nehmen. Ja, er hat einige Jahre später ein Konzil einberufen, das Konzil von Nicea, wo seine Vorgaben einfach beschlossen worden sind, Punkt. Man sagt, hinter jedem der Teilnehmer da, den Geistlichen, stand ein Soldat mit Speer. Ja? Und dann wurde gesagt, was der Kaiser gerne wünscht, und dann durften die anderen eben abnicken. Da war ein massiver staatlicher Eingriff in diese damalige Kirche und es war etwas, was radikal das Gesicht der Gemeinde verändert hat. Ja, aus der Power-Gemeinde wurde auf einmal ein Staatsgebilde, was von staatlichen Kräften geleitet worden ist. Weißt du, was das ist? Das war der totale Abstieg. Der totale Abstieg. Ja, das bedeutete nämlich hier 313 Konstantin, Cäsar, bedeutete, es wurde eine Verbindung zwischen Staat und Kirche, das ist immer super, super schlecht. In Deutschland haben wir ja auch so eine Art wie zwei Staatskirchen. Ja, immer super schlecht. Ja, die jüdischen Wurzeln wurden gekappt. Wie schreiben wir das? Jüdische Wurzeln gekappt. Ja, wie gesagt, die biblischen Feiertage wurden nicht mehr gefeiert. Da wurde gesagt, das sind jüdische Feiertage. Das ist aber nicht richtig. Das sind biblische Feiertage von Gott angeordnet. Ja, die wurden gekappt. Dann, einige Zeit später, kam dann beispielsweise der Marienkult hinein. Das war etwas, was es in der Urgemeinde überhaupt nicht denkbar gewesen ist. Das hat sich dann da entwickelt, Marienkult, damit auch Heiligenverehrung.
Ja? Bilderkult. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass die Bibel sagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Ne? Und dann etwas, alle Messen, alle Gottesdienste wurden nur in Latein gehalten. Und zwar über viele, viele Jahrhunderte. Das heißt, die Bevölkerung, die in den Gottesdiensten war, hat überhaupt nicht verstanden, was da abging. Das war irgendein Zeremoniell, was da abging, wo die aber keinen persönlichen Zugang dazu hatten. Und hier, nach dieser sehr negativen Entwicklung durch Kaiser Konstantin, gab es noch einen obendrauf im Jahr 381. Da gab es einen Kaiser, der hieß, einen Cäsar, der hieß Theodosius. Und der hat nämlich das Christentum zur offiziellen Staatsreligion im Römischen Reich gemacht. Staatsreligion. Das war ein weiterer, wie soll ich mal sagen, etwas, was fast ein Todesstoß war für lebendiges Christentum. Das ging nochmal richtig, richtig runter. Denn diese Staatsreligion bedeutete, dass alle Leute, die im Römischen Reich waren, das Christentum annehmen mussten. Wer das nicht gemacht hat, ja, der hat seine Staatsbürgerschaft verloren, der hat seine Position verloren und der hat sein Geschäft verloren. Der durfte nichts mehr machen. Ja, das ist etwas, was die Leute im Grunde genommen völlig aus ihrem sozialen Umfeld rausgerissen hatte. Du musstest Christ sein, um überhaupt überleben zu können. Heißt, alle Leute wurden Christen. Aber nicht, weil sie sich bekehrt haben, nicht, weil sie eine Herzensüberzeugung hatten, sondern einfach nur so. Christianisierung war das. Nicht Mission, nicht Evangelisation, sondern gezwungene, erzwungene Christianisierung. Und das ist etwas, was absolut das Übelste ist, was du dir vorstellen kannst. Ja? Jetzt fingen die eben noch verfolgten Christen auf einmal an, selber die anderen zu verfolgen. Ja? Jetzt verfolgten sie die Heiden, verfolgten die, die vorher die Machtposition hatten. Und zwar in brutalster Gewalt. Das, was damals passiert worden ist, ist unvorstellbar. Und alle Christen, die nicht diese Linie folgten, die nicht davon überzeugt waren, dass das toll war, die wurden auch verfolgt. Wahre Christen wurden richtig verfolgt. Alle, die irgendwie, wie diese Montanisten früher, eine Bewegung Richtung Heiliger Geist, Bewegung wie in der Urgemeinde haben wollten, wurden als Heretiker angesehen und wurden richtig verfolgt und ausgelöscht. Ja? Das war nicht mehr die Botschaft der Buße, es war nicht mehr die Botschaft des Reiches Gottes, es ging nicht mehr um Sünde und Wiedergeburt und sonst was, es ging nur, bist du in der Kirche oder nicht. Ja? Bekehrung war nicht mehr freiwillig, sondern nur noch eine formelle Übernahme. Und das ist etwas, was zutiefst ätzend ist. Ja? Und damit, das waren jetzt ja alles Heiden. Das waren Heiden, die irgendwie jetzt auf einmal gezwungenermaßen Christen waren. Was haben sie gemacht? Sie sind weiter zu ihren heidischen Plätzen gegangen. Also hat man da eine Kirche hingebaut. Die haben ihre heidnischen Kultding weitergemacht. Also hat man das irgendwie übernommen. Inkulturation nennt man das. Und christlich umgedeutet. Beispielsweise war der 25. Dezember war der Tag, wo der Sonnengott Geburtstag hatte. Ne? Also hat man das so hingebogen, dass man eben diesen Tag dann nahm und eben da eben Weihnachten draufgelegt hat. Wie gesagt, dann dieser ganze Bilderkult und so weiter, Heiligenverehrung, was war halt früher so der Pantheon all der kleinen Götter, die man da verehrt hat, ne? Und dann auch weibliche Gottheit, ne? Und so weiter, musste ja irgendwie alles für diese Leute wieder da sein und das wurde dann entsprechend bedient. Und das war total unbiblisch und entsprach überhaupt nicht dem Neuen Testament. Das waren heidnische Bräuche, die da immer mehr hineinkamen, immer mehr dort sich Raum gegriffen haben. Ja? Und weil die Messen komplett in Latein waren, haben die Leute nichts verstanden. Ja? Du kennst bestimmt das Wort Hokuspokus. Hokuspokus, das ist ja für irgendwo ein Hokus Pokus halt, ne? Das sind eigentlich die Einsetzungsworte des Abendmahls in Latein, die ersten Worte. Ja? Daraus hat sich das gebildet. Der macht da irgendeinen Hokus Pokus. Die Leute haben es nicht verstanden, die haben es nicht gewusst, die wussten nicht, was da läuft. Da war irgendeine gezwungene Veranstaltung, die du besuchen musstest,
mit irgendwas, was du noch nicht mal verstanden hattest, fertig. Was die geglaubt haben, war eine völlig andere Story. Die christliche Botschaft war auf einem Sinkflug, das können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen. Ja? So, dann um diesen Zeitpunkt hier etwa, war auf einmal, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet, Heil nur noch in der katholischen Kirche. Also jede andere christliche Gruppierung, wenn es denn eine gab, war nicht mehr etwas, wo man überhaupt nur in Erwägung ziehen konnte, dass da Leute gerettet werden konnten. Dann kam auch hier zeitgleich, das war alles noch vor dem Jahr 500, die Reliquienverehrung. Reliquien, das wurde ja ein super, super Wirtschaftsfaktor. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Reliquien waren gigantisch wichtig für Jahrhunderte und Jahrhunderte. Leute haben sonst was dafür bezahlt. Gemeinden haben sonst was dafür investiert. Ein Splitter vom Kreuz oder alles Mögliche. Und in katholischen Kirchen überall, auch heute noch, Reliquien. Und die Leute gehen hin und verehren das. Lassen wir es mal dabei. Ja? Reliquien. Etwas, was du jedenfalls in der Urgemeinde nicht findest. Dann, ich hatte es vorhin schon gesagt, kam auf einmal das Thema Fegefeuer. Fegefeuer ist übrigens etwas, was es in verschiedenen heidnischen Religionen auch gibt, ein solches Bewusstsein. Fegefeuer. Dann diese extreme Betonung der Sakramente. Nur durch die Sakramente kannst du gerettet werden. Nur durch die Sakramente kannst du das Heil bekommen. Und diese Sakramente nur von den Profis. Ja? Dann in dem Zusammenhang auch natürlich die Kindertaufe. Und um das Jahr 590, da sind wir etwa hier, wenn ich das mal hier so weitermachen darf, um das Jahr 590 entsteht das Papsttum. Bis dahin waren das alles noch der Bischof von Rom. Aber dann gab es einen sehr mächtigen Bischof, der war also jemand, der wollte es wirklich wissen. Und ab dann entsteht das Papsttum mit diesem ganzen Anspruch, der dahinter steckt. Und vor allen Dingen der Anspruch auch für die ganze Christenheit eben zu stehen. Ja? Genau, da gab es den Gregor den Ersten, hieß der Papst. Das war der Erste, der gesagt hat, er ist der Nachfolger Petri. Man sagt, er wäre der letzte römische Bischof und der erste römische Papst gewesen. Ne? Und später gibt es dann Leute beispielsweise, das ist allerdings schon später, das ist um das Jahr 1000 herum, ein gewisser Gregor der Siebte, der sagt, die römische Kirche ist von Gott allein gegründet. Der römische Papst allein kann mit Recht universell genannt werden. Er kann Kaiser absetzen. Er selbst kann von niemandem gerichtet werden. Die römische Kirche hat noch nie geirrt, noch wird sie irren in alle Ewigkeit. So, also das war dann dieses Ding, was da reinkam. Und ein Papst etwas später nannte sich dann der Stellvertreter Christi auf Erden. Also derjenige, der Christus vertritt. Er ist derjenige, der Christus vertritt. Was er sagt, ist also im Grunde genommen wie das Wort des Herrn. Und das ist etwas, was extrem schwierig ist. Also dieses Papsttum, was sich hier entwickelt hat, ich meine, für die Leute, es gibt ja viele, die finden das ganz toll mit dem Papst und so weiter, aber in der Geschichte war das wirklich, wirklich von großer negativer Entwicklung, und der Papst hatte eine Macht, die können wir uns heute überhaupt nicht ansatzweise vorstellen. Eine Power, eine Macht, was er gesagt hat, das ging. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Gruppierungen als Heretiker bezeichnet worden sind, dann wurden die einfach ausgelöscht. Vollkommen egal, was da an geistlicher Wahrheit dahinter stand, sondern es wurde einfach gesagt, die sind falsch, die müssen weg. Und so wurde es dann gemacht. Und zu dieser Zeit war es so, dass also die Kirche eine Situation hatte, wo du eine superstarke Hierarchie hattest mit gigantischer Macht. Du hattest extremen Reichtum. Es hat sich eine rasante Weltlichkeit
hineinbegeben, insbesondere durch etwas, das heißt Simonie. Keine Ahnung, warum das Simonie heißt, aber so heißt es halt. Und die Simonie ist Ämterkauf. Klingt so relativ harmlos. Das bedeutet, ein Amt, wie beispielsweise ein Abt oder ein Bischofssitz oder sonst was, wurde verkauft an irgendjemand, der das gerne haben wollte. Also wenn jetzt beispielsweise ein sehr reicher oder sehr mächtiger Mann, irgendein, keine Ahnung, ein regionaler Herrscher oder irgendwas, für seine Kinder, seine Söhne die Zukunft sichern wollte, dann hat er beispielsweise so ein Amt gekauft in der Kirche. Das war aber jemand, der war weder bekehrt, noch hat er irgendeine Beziehung zu Christus, noch sonst was. Das war einfach jemand, für den war das die Sicherheit. So kam es dazu, dass in den leitenden Positionen der Gemeinden, der Orden, also der Mönchsorden und überall irgendwelche Leute waren, die nichts mit dem Glauben zu tun hatten oder oft nichts mit dem Glauben zu tun haben, sondern einfach nur gelebt haben. Die haben gesehen, dass sie möglichst viel Geld machen, die haben gesehen, dass sie fröhlich vor sich hin leben. Man hat diese ganzen Dinge, die dazugehören, nach außen hin, beispielsweise Ehelosigkeit, hat man halt dann intern geregelt, ja, und es hat zu einem kompletten Verfall geführt, einem kompletten Verfall der Position geistlicher Leiterschaft. An der Leiterschaft waren also irgendwelche Leute, die einfach nur gut leben wollten, ja, und auch jede Art von Missbrauch, die du dir nur vorstellen kannst. Simonie war ein unvorstellbarer Fluch für die Gemeinden, ja, genau, Simonie. Dann gab es übrigens noch etwas, das hier auch entstand, das war die Beichtpflicht. Beichtpflicht. Also du bist nicht gegangen zum Beichten, weil irgendwas dir auf dem Herzen gelegen hatte, sondern richtige Beichtpflicht. Also du wurdest gezwungen, dahin zu gehen. Und dann entwickelte sich das Ganze weiter und es ging immer weiter nach unten. Über die Jahrtausendwechsel hinweg und dann etwa um das Jahr 1100 war der absolute Tiefpunkt erreicht. 1100, 1200, 1250, um den Zeitraum war der absolute Tiefpunkt erreicht, was dort lief. Und ich kann dir drei Begriffe sagen, die diese Zeit ausgezeichnet haben. Und alle drei sind eine Katastrophe für die Christenheit gewesen. Das war die erste, ist Christianisierung. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Christianisierung. Leute wurden also Christen äußerlich, ohne irgendwie etwas mit dem Christentum zu tun zu haben, ohne es zu verstehen. Wie gesagt, Messen auf Latein. Das war einfach nur eine äußere Hülle. Es hatte nichts mit irgendwelchen biblischen Werten zu tun. Die hatten keine Ahnung, weil es lief auf Latein. Was der Pastor oder der Priester gesagt hat, das war eben das. Was er gelehrt hat, war das. Ja, Bibeln hatte sowieso kaum einer. Es war einfach nur diese Überlieferung, diese Dogmen. Und Christianisierung war, alle müssen Christen werden, aber ohne Leben, ohne Geist da drin. Das Zweite, was auch extrem übelst war, kennt ihr auch alle, das sind Kreuzzüge. Wenn wir Kreuzzüge hören, dann denken wir alle immer, dass da irgendwelche Moslems abgeschlachtet worden sind. Das ist nur ein kleiner ein Punkt von den Kreuzzügen. Die Kreuzzüge, die ersten Kreuzzüge waren Kreuzzüge innerhalb von Europa, um Ketzer, Heretiker auszulöschen, ja, um die zu bekämpfen. Genau, um die zu bekämpfen, um die auszulöschen. Genau, und da gab es im Jahr, um das Jahr 1220 so rum, da gab es also
Konzile, die das beschlossen haben, die gesagt haben, wir müssen diese Bewegungen auslöschen. Und da gab es zu dem Zeitpunkt zwei besondere Bewegungen. Das waren die Katharer, hast du vielleicht mal gehört, beziehungsweise mit dem anderen Begriff Albigenser, oder aber die Waldenser. Das waren Leute, die hier um diesen Dreh rum hier, ähnlich wie die Montanisten, da oben am absoluten Tiefpunkt gesagt haben, wir müssen etwas machen, wir müssen uns irgendwie in die richtige Richtung entwickeln, wir müssen wieder zurück zu biblischen Werten, wir können hier nicht bleiben, es muss was passieren. Es waren eine, ich sag mal, aus dem Heiligen Geist geborene Bewegung von Leuten, die gesagt haben, wir können nicht, wir müssen biblische Wahrheiten wiederbekommen. Ja? So, und das ist etwas, was von der Kirche mit unvorstellbarer Brutalität vernichtet worden ist. Ja? Da gab es also die Albigenser, warte mal eine Sekunde, wo haben wir sie? Albigenser, das war aus einer Stadt in Südfrankreich, Albi hieß sie, oder auch die Katharer, die Reinen, so nannten sie sich, war eine Bewegung, die da aufbrach. Ja, die haben Gottes Wort als die Autorität des Glaubens genommen, haben sich gegen diese Unmoral gesprochen. Zu der Zeit hat man gesagt, Rom ist das größte Bordell der Welt. Ja, also weil da einfach völlig alles außer Rand und Band geraten war, aufgrund der Tatsache, dass es eben nur eine äußerliche Hülle war. Ne? Und sie haben gesagt, wir sind gegen diese Unmoral, wir beten auch keine Bilder an und wir verehren keine Heiligen und wir lehnen auch das Fegefeuer ab und so weiter und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass der Papst sie als Ketzer ausgerufen hat und einen Kreuzzug gegen sie initiiert hat und die wurden alle ausgerottet. Ausgerottet. Das waren Christen, die mehr wollten, Neues wollten, hinterm Herrn her waren. Eine Bewegung von Leuten, die wirklich, wahrscheinlich wirkliche Bekehrte, ausgerottet. Und das finden wir interessanterweise in dieser Phase immer wieder, dass es Aufbrüche gab. Das waren ja nicht nur die. Es gab immer und immer und immer und immer wieder Aufbrüche von Einzelnen oder auch von ganzen Bewegungen. Gemeinden, die mehr wollten, die zurück wollten, die sich nach dem Herrn ausgestreckt haben und abgebügelt, ausgewatscht, als Ketzer verurteilt und eben hier wirklich bekämpft. Ich meine, diese Albigenser waren jetzt nicht ganz so super, super toll. Die hatten auch ein paar sehr schräge Ansichten. Die waren beispielsweise so drauf, Materie ist schlecht, Geist ist gut, Sex ist ganz schlecht, waren also gegen Ehe, gegen Kinderkriegen und so weiter. Das ist schon mal eigentümlich. Ne? Haben auch das Alte Testament abgelehnt, waren Vegetarier weitgehend. So, also in der Richtung bewegten sie sich. Aber in anderen Punkten waren sie wirklich hinter dem Herrn her, waren wirklich daran interessiert, mehr vom Herrn zu bekommen. Ich schreibe mal hin Albigenser, damit wir wissen, was hier gemeint ist. Das ist nur ein Beispiel für eine von zahlreichen Bewegungen, die es da gab. Wie gesagt, ich nehme nur ein paar einzelne Punkte raus. Die zweite, die dann fast zeitgleich war, die ist noch berühmter, das sind die Waldenser. Da hast du bestimmt mal was von gehört. Es gibt heute noch Waldenser, irgendwo in Alpen irgendwo. Und die Waldenser war eine Bewegung, die gewaltige Auswirkungen hatte. Man nannte die Armen von Lyon. Also eine sehr soziale Arbeit, sehr den Menschen helfend, dienend, predigend und so weiter. Und im Grunde genommen grandios. Ihr Anliegen war, jeder Mensch sollte eine Bibel in seiner Muttersprache haben. Halleluja! Ja, die Bibel sollte die letzte Autorität des Glaubens und des Lebens sein. Sie wandten sich gegen die Messen, Fegefeuer, Ablass, Heiligen- und Marienverehrung. Und sie glaubten, dass auch die Laien predigen sollten und dürften und auch Sakramente erteilen konnten. Also Laien können Abendmahl ausgeben, Laien können beispielsweise Taufen durchführen und so weiter. Also eine ganz interessante Bewegung, Waldenser. Die eben auch attackiert und bekämpft wurde und die man versucht hat, wirklich auszulöschen von diesen päpstlichen Geschichten her. Ja? So, und dann gab es hier, ich hatte gesagt, ich habe hier drei Punkte, die absolute Katastrophen waren. Und jetzt kommt der absolute Tiefpunkt allen, was die Christenheit jemals geboten hat.
Der absolute Tiefpunkt. Und das war die Inquisition. Die Inquisition, ich weiß gar nicht, ob du das siehst da unten. Kannst du mal kurz gucken? Ja. Die Inquisition, das war wirklich entsetzlich. Ja, der Papst hat eben die Inquisition ausgerufen, um Ketzer eben zu bekämpfen. Und man hat dann im Regel mit Mönchsorden, ne, diese Befragung durchgeführt. Man ist also hin, hat sich die verdächtigen Persönlichkeiten geholt und die dann gefoltert, bis sie irgendwas gestanden haben oder auch nicht. Und die wurden dann in der Regel auf dem Scheiterhaufen hingerichtet und so weiter. Und das waren immer solche Schauprozesse und die waren von unvorstellbarer Brutalität. Man sagt, es gibt keine Institution, sorry, wenn ich das mal so offen sage, es gibt keine Institution in der Weltgeschichte, die mehr Blut an den Händen hat als die katholische Kirche. Ja? Und der Tiefpunkt, der absolute Tiefpunkt waren die Inquisitionen. Das war satanisch, weil diejenigen, die hinter dem Herrn her waren, war das Hauptziel von denjenigen, die die Inquisition durchgeführt haben. Ihr Hauptziel waren die Christen zu vernichten. Ihr Hauptziel waren die Leute, die mehr vom Herrn wollten, zu vernichten. Ja, und das ist etwas Entsetzliches. Und das waren diese Aufbrüche, die durch die Inquisition komplett runtergedrückt worden sind. Und die gesagt haben, all das, was wir hier haben, das muss verteidigt werden. Das gesamte System muss verteidigt werden. Und jede Form von Aufbruch, jede Form von was anderem wird aufs Schärfste bekämpft. Wir denken häufig bei Inquisition und bei sowas, da geht es um Hexenverbrennung und solche Sachen. Ja, das gab es auch, dass da natürlich wirklich eben Okkultisten und so weiter befragt worden sind. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Der Hauptpunkt, und das wird von vielen Seiten bestätigt, beispielsweise auch von den Okkultisten, der Hauptpunkt waren wiedergeborene Christen. Die waren auf dem Kieker, weil das System war inzwischen sowas von durchdrungen von dämonischen Kräften, von satanischer Power, dass es ein extremes Zerrbild dessen war, was Jesus uns gegeben hatte. Es war pervers, es war dekadent, es war protzig, es war richtig widergöttlich. Und im Grunde genommen kannst du hier etwas sehen, wenn man es mal zusammenfassen will, dass da immer ein Und dazu gemacht worden ist. Es gab immer ein Und. Also ich meine damit Folgendes. Bibel und die Dogmen und die Überlieferung. Ja, Gott und die Position der Kirche. Christus und Maria. Heiliger Geist und Papst mit seiner Position. Kreuz und die sieben Sakramente. Glaube und gute Werke. Merkst du, da kam eine komplette Vermischung rein und das ganze Bild, was Jesus eigentlich initiiert hat in der Urgemeinde, wurde zunehmend, vernebelt und zur Unkenntnis ungeformt. Und vielleicht, ja, da kommen wir gleich noch zu dem Punkt mit Luther, aber jetzt an dieser Stelle, wie gesagt, haben wir den Tiefpunkt erreicht. Die Kirche ist es, die die lebendigen Christen verfolgt und tötet. Und wenn du mich fragst, ja, es gibt ja immer Leute, die sagen, der große Abfall zum Ende der Zeit, jawohl, kann sein, dass der kommt, weiß ich nicht, aber hier, da ist so ein Abfall, der war nicht zu toppen. Ja, einen extremen, extremen Abfall. Und dann an der Stelle gibt es etwas Grandioses. Und für mich ist nur ein Termin, ja, für mich gibt es einen Termin, wo ich sage, an dem hat sich das Ding gedreht. Und das war hier. 1360, für mich, nach meinem persönlichen Empfinden. 1360. Ja, wie du hier Termine hast, die einfach in extrem negativer Art und Weise sich entwickelt hatten, gab es dieses Jahr 1360. Und das ist etwas, was für mich nach meinem persönlichen Verständnis der Punkt war, wo Gott eingriff und das ganze Ding wirklich, wie soll ich mal sagen, das Ruder rumgerissen hat. Wer war 1360?
1360 war Wycliffe. Wycliffe ist von unvorstellbarer Bedeutung für uns. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch. Ja, zu der Zeit war es so, die Pest wütete ja in Europa und man sagt, die Hälfte aller Menschen in ganz Europa sind gestorben an der Pest. Das war eine wirkliche Pandemie. Ja, so, und in dieser Phase, wo alles total in Unsicherheit war, in einem völligen Zusammenbruch war, in einer völlig irren Phase war, da ist Wycliffe aufgestanden und hat angefangen, die Bibel ins Englische zu übersetzen. Und er hat Prediger ausgesandt, sogenannte Lollarden, und die sind in England rumgegangen und haben das Evangelium verkündet. Und er hat folgende Lehren gehabt. Du wirst nur durch den Glauben an Jesus allein gerecht. Nicht durch Ablass, nicht durch Geldspenden, nicht durch Werke, nicht durch irgendwelche Anzahl von Gebeten, nicht durch irgendwelche Beichte. Halleluja! Er hat gesagt, die einzige Quelle der Wahrheit ist die Heilige Schrift. Nicht irgendwelche Traditionen, nicht irgendwelche Dogmen, nicht irgendwelche päpstlichen Erlasse. Halleluja! Er hat gesagt, das einzige Haupt der Kirche ist Christus. Punkt. Kein Papst. Ja? Und er hat sogar gesagt, wenn der Papst nicht im Sinne des Evangeliums regiert, ist er ein Stellvertreter des Antichristen. Ja? Und er hat insbesondere diese machtgeile Hierarchie, ja, die sich da so gemästet hat, die hat er attackiert. Ne? Er hat gesagt, er hat keinerlei schriftliche Berechtigung. Ja? Fegefeuer, Heiligenanbetung, Verehrung von Gegenständen hat er abgelehnt. Und er hat gesagt, das geistliche Amt, ihr seid Diener und nicht Herren. Totenmesse hat er abgelehnt und so weiter. Und wie gesagt, er hat die Bibel ins Englische übersetzt, in die Volkssprache. Es gab vorher schon eine Reihe von Bibelübersetzungen, beispielsweise unter Wulfila, ganz früh, 300 noch was, glaube ich, ist die Bibel ins Gotische schon übersetzt worden und so weiter. Aber so richtig, dass das wirklich das ganze Volk erreicht hat oder große Teile des Volkes erreicht hat, das war eigentlich erst mit Wycliffe. Ab dem Moment drehte sich das Ganze. Und ich habe ein Zitat gefunden, was wirklich bemerkenswert ist an der Stelle. Und zwar war das von einem päpstlichen Schreiber, der also gegen Wycliffe war und gegen ihn geschrieben hat. Der hat Folgendes geschrieben. Christus übergab das Evangelium den Geistlichen und Doktoren der Kirche, dass sie es den Laien und Schwächeren weitergeben. Aber dieser Meister Wycliffe übersetzte es aus dem Lateinischen ins Englische und machte es verfügbar für Laien und für Frauen, die lesen konnten. Und jetzt pass auf, so wird die Evangeliumsperle weggeworfen und von Schweinen zertreten. Ja, und da merkst du schon, was da für eine, wie soll ich mal sagen, was da für ein Konflikt entstanden ist. Also es gab Leute, die haben wirklich das kirchliche System mit all diesen Dingen scharf verteidigt, weil sie waren Teil von diesem System und haben dann auch entsprechend die, ja, entsprechende Terminologie benutzt. Gut, aber Wycliffe in all seiner Bedeutung war auch nur, ich sag mal, ab dem Moment riss der Herr das Ruder um, ja. Dann ging die Entwicklung weiter und sie ging richtig los. Einige Jahre später, ich schreibe mal hier, einige Jahre später, nicht viel, hier schon, 1400 etwa, immer so ganz grob, gab es Hus, Johannes Hus. Davon hast du bestimmt schon mal was gehört. Hus, der hatte nämlich Wycliffes Schriften studiert und er hat angefangen, genau so zu predigen. Daraufhin wurde er exkommuniziert und er ist einfach angefangen und ist von Stadt zu Stadt als Wanderprediger gezogen und hat evangelisiert.
Und aus seinem Wirken entstanden die sogenannten Mährischen Brüder, die wir besser kennen als die Herrenhuter. Von ihm aus entstand da so eine, sagen wir mal, brüdergemeindliche Bewegung. Und dort in heutigen Tschechien und Slowakei. Ja? Gut, und im Grunde genommen hat Hus eigentlich im Großen und Ganzen die Lehren von Wycliffe weitergegeben. So, das war jetzt schon, wenn wir von Deutschland aus gucken, ziemlich nah gekommen. Ne? Hus, ein wirklich guter Typ, der zu Tode gekommen ist. Man hat ihn ähnlich wie Luther, hat man ihn zu einem Konzil geholt nach Konstanz, hat ihm freies Geleit zugesichert und alles, und hinterher hat man ihn dann verhaftet und gegen die Zusagen dann umgebracht, weil er nicht bereit war, abzuschwören von seinen Meinungen, obwohl man ihm alles Mögliche angeboten hat. Ich glaube, einen Bischofssitz und Geld und alles Mögliche. Aber er ist treu geblieben, Hus. Und er hatte, wie gesagt, großen Einfluss auf eine gewisse Region. Und dann gibt es natürlich, und das ist der eigentliche Knackpunkt, vor allen Dingen für uns hier in Deutschland, das Jahr 1517. Also das kannst du dir auch merken, 1517, also gut 500 Jahre zurück. Im Jahr 1512 hat Luther im Grunde genommen ein Bekehrungserlebnis gehabt als Mönch. Ja? Ein Bekehrungserlebnis, wo er den Römerbrief studiert hatte und ihm auf einmal aufging, dass der Gerechte eben durch Gnade, dass der Gerechte durch Glauben lebt, sowas. Dass der Gerechte durch Glauben lebt. Und darüber hat er sich beschäftigt und nachgedacht und hat sich damit verinnerlicht. Und auf einmal hat er kapiert, Moment mal, nicht durch diese ganzen Dinge, die ich hier erfüllen muss, nicht durch all das, was da an Vorgaben ist, nicht durch Werke und sonst was, muss ich das machen, durch so und so viel Rosenkranz und was nicht alles, sondern in Christus bin ich gerecht, weil durch das, was er getan hat. Das war seine Bekehrungserlebnis. Und kurz darauf hat er dann, nämlich 1517, am 31. Oktober, die 95 Thesen dort an diese Kirchentür in Wittenberg genagelt. Und es ging eigentlich nur darum, dass er eine Diskussion anregen wollte unter Profis und so weiter. Der Ausgangspunkt war dieser entsetzliche Ablasshandel. Den kann ich übrigens auch nochmal irgendwo hinschreiben. Das ist nämlich auch totaler Dreck. Also gegen Geld wird dir sozusagen Fegefeuer erspart oder auch irgendwelchen Angehörigen, wenn du für die bezahlst. Auch Totenmessen und so weiter gab es dann hier. Das heißt, man hat dann irgendwelche Sachen für die schon längst Verstorbenen gemacht, damit es denen dann im Fegefeuer besser geht und so weiter. Das ganze Ding mit den 95 Thesen ging rund. Deutschland war wie ein Schwamm, hat das aufgegriffen und es gab eine richtige Bewegung erstmal innerhalb der katholischen Kirche. 1521, also sozusagen direkt danach, gab es dann diesen berühmten Reichstag in Worms, wo Luther eben da stand, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Er hat nicht abgeschworen von seinen Argumenten, seiner Sichtweise. Woraufhin wurde er kurz darauf als Heretiker verurteilt, was eigentlich ein Todesurteil war. Aber, wie ihr wisst, gab es einen, der hieß Friedrich der Weise, der hat ihn geschützt, hat ihn auf die Wartburg gebracht und dort hat er dann inkognito eben einige Zeit gelebt und eben tatsächlich das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Ins Deutsche, ja. Das war hier. Also immerhin 150 Jahre nach Roundabout, nach Wycliffe. Er hat in nur 3 Monaten das Neue Testament in Deutsch übersetzt. Und nach etwa 2 Jahren wurde es herausgegeben. Damals die Sache mit Gutenberg, ja, neue, super neue Medientechnik mit der Drucktechnik. Und das ging dann richtig rund und hatte gigantische Auswirkungen. Und du kennst bestimmt die Sprüche von Luther, diese markanten Aussagen, die das Evangelium auf den Punkt bringen. Er sagt, sola scriptura, allein die Schrift. Sola gratia, allein die Gnade. Sola fide, allein der Glaube. Sola Christo, allein Christus. Weißt du, was er gemacht hat? Ich hatte vorhin gesagt, die katholische Kirche hat immer dieses Und dazwischen.
Ja, Christus und Maria. Glaube und gute Werke. Er hat das weggenommen. Er hat gesagt, nichts da und. Sola. Allein. Nur. Nur Christus, nur Glaube, nur Gnade, nur die Heilige Schrift. Und nichts daneben. Das war der große Verdienst der Reformation unter Luther. Der hat nämlich gesagt, den ganzen Käse hier abhaken. Vergessen. Und das war etwas, was damals die katholische Kirche oder das ganze Christentum zu der Zeit extrem erschüttert hat. Extrem erschüttert hat. Ja, gigantische Auswirkungen hatte, aber ich will da jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Luther war nicht nur toll, ne? Er war ein Kind seiner Zeit, hatte ein paar echt schräge Ansichten auch, hatte auch nach meiner persönlichen Meinung nicht viel Durchblick beim Heiligen Geist. Ne? Wie heißt es im Glaubensbekenntnis? Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Also da ist irgendwo, ist da ein gewisser Bruch drin für mich. So, und, aber er hat auf jeden Fall eine gewaltige Bewegung in die richtige Richtung, wie soll ich mal sagen, Speed verliehen. Also da kam richtig was rein durch das, was Gott durch Luther getan hat. Zum Ende seines Lebens hat er sehr viel gegen Juden gepredigt. Auch er war jemand, der sehr gegen Behinderte war. Also Behinderte hat er als Ausgeburt der Hölle gesehen und so nach dem Motto, die muss man beseitigen. Ein paar Sachen waren alles andere als lustig, seine Aussagen, seine Ansichten. Gleichzeitig im Großen und Ganzen war er der Mann, den Gott gebraucht hat. Auch seine Position zum Staat war nicht so, wie wir das eigentlich heute sehen würden, weil er war immer noch in der Staatskirche drin. Er wollte ja auch immer noch eine Kirche. Es war ja gar nicht sein Punkt, eine zweite Kirche gründen zu wollen. Und ja, Luther halt. Ne? Und dann gab es eine Bewegung natürlich von weiteren Reformatoren. Zwingli, Calvin und so weiter. John Knox in Schottland und so. Es gab vieles, was man dazu sagen könnte, die teilweise dann andere Schwerpunkte hatten, ein bisschen andere Sichtweisen hatten und so weiter. Aber im Grunde genommen hier ging das alles schon mal in die richtige Richtung. Und kurz drauf, nahezu zeitgleich hier, entstand etwas, das sind die Wiedertäufer. Oder Täufer, könnte man auch sagen. Und das ist etwas, was interessanterweise die Kirchen bis zum heutigen Tag in schärfster Weise verfolgen. Die Lehre von den Wiedertäufern. Die Wiedertäufer waren einfach Leute, die haben die biblische Botschaft der Taufe erkannt und haben gesagt, Kindertaufe, habe ich gar nicht hingeschrieben, Kindertaufe ist nicht biblisch. Kindertaufe ist etwas, was knüpft an der Beschneidung an im Judentum. Am achten Tag wurden die Knaben beschnitten und daran knüpft das an. Es hat nichts mit der Taufe zu tun, wie wir sie beispielsweise bei Pfingsten finden, wo die in die Mikwe getaucht worden sind, ja, die Tauchbäder, die es überall im Judentum gibt, um eben ein Zeichen zu haben, okay, ich bin jetzt eben getauft, gereinigt. Ja. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Also die Taufe aufgrund von einer Glaubensüberzeugung. So, die Kirche hier hatte halt jeden und alles christianisiert und dann getauft und Ruhe war. Wenn Leute jetzt kamen und gesagt haben, Moment mal, das hat etwas mit einer persönlichen Glaubensüberzeugung zu tun. Wenn ich bekehrt bin, dann lasse ich mich taufen. Das ist ein äußeres Zeichen, dass ich mit Gott im Reinen bin, dass alles in Ordnung ist. Das konnte die Kirche nicht akzeptieren. Und sie hat die Wiedertäufer aufs Schärfste verfolgt. Und interessanterweise war Luther ein ganz starker Gegner der Wiedertäufer. Er hat einige geistliche Wahrheiten wiederbelebt, aber diese geistliche Wahrheit hat er scharf bekämpft. Man sagt, ich kann das nicht, weiß nicht, ob habe ich gehört, ja, während er oben in der Wartburg saß und die Bibel übersetzt hat, ja, mit sola fides, ja, sola gratia, allein die Gnade, da saßen unten im Keller, in der gleichen Burg, die Wiedertäufer und warteten auf die Hinrichtung. Für die war die Gnade dann wohl nicht so da. Nur weil sie eine biblische Wahrheit ernst genommen haben, die eben hier in diesem Verfall christlicher Werte verloren gegangen ist. Und da gab es einen Typ, der lebte so um 1550 herum, sage ich mal. Das war Menno Simons und von dem sind die Mennoniten, die es auch heute noch gibt und die heute noch
große Gemeinden haben, ja, hervorgegangen. Und das waren Wiedertäufer. Ja, das waren Leute, die gesagt haben, wir wollen die Wiederherstellung der Urgemeinde haben. Wir wollen, dass das, was hier ist, wiederhergestellt wird. Ja, wir wollen heilig leben. Und das Neue Testament war der Maßstab für ihr Leben. Wir haben Glaubenskirche und eigentlich von den Ansätzen her haben sie gesagt, keine Beziehung zwischen Gemeinde oder zwischen Christentum und Staat. Wir müssen unabhängig vom Staat sein und es geht um ein persönliches Glaubenserlebnis und eine persönliche Bekenntnis. Das war eigentlich die erste Freikirche, die sich von diesem ganzen staatlichen, Zugriff entzogen hat. Die Mennoniten. Sehr interessant. Ne? Wiedertäufer. Aber gleichzeitig, von der entstehenden evangelischen Kirche scharf bekämpft. Gut, dann gab es natürlich unterschiedlichste Bewegungen. Also da gab es beispielsweise eine, das waren die Quäker. Ich weiß nicht, das wirst du vielleicht mal gehört haben, die Quäker. Das waren natürlich welche, die waren in England und und irgendwo sind sie mir jetzt verlustig gegangen. Die Quäker waren Leute, die wurden benannt, weil sie gezittert haben, erschüttert worden sind. Quake, ja, von Beben. Earthquake ist ein Erdbeben. Daher kommt der Begriff Quäker. Das waren Leute, die haben gebebt, die haben gezittert, weil der Geist auf sie kam. Das waren die, die hatten diese Warteversammlung, wo die einfach zusammengekommen sind und gewartet haben, dass der Geist irgendjemand irgendetwas gibt. Ein jeder aber habe etwas, sagt die Bibel. Und dann hat der eine vielleicht ein Lied gehabt und der andere einen Psalm gehabt und der andere eine Predigt gehabt oder was auch immer, eine Prophetie und darauf haben die gewartet. Und wenn nichts kam, sind sie einfach friedlich nach Hause gegangen. Aber die waren so in der Gegenwart Gottes, dass sie eben gebebt haben, gezittert haben. Dann gab es die Shaker, das waren die, die sich geschüttelt haben. Das sind Phänomene, die wir auch heute noch kennen, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt. So wurden die dort benannt. Also ich nehme mal hier, wo sind wir denn hier? Hier etwa sind das Bewegungen wie Quäker. Gibt es auch heute noch in den USA in erster Linie. Und dann kam etwas, was für uns wiederum sehr wichtig ist. Aus diesem evangelischen Bereich entwickelte sich natürlich relativ schnell auch kirchliche Formen, wiederum Lehre, wiederum Lehrdogmen, auch in der evangelischen Kirche brannten die Scheiterhaufen. Ja. Und nach einiger Zeit gab es Leute, die innerhalb der Kirche waren, aber dachten, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Wir müssen mehr haben. Wir müssen uns auf mehr konzentrieren. Die hatten einen Hunger nach Gott. Sie wollten mehr von Gott. Es kann nicht bei einer Rechtgläubigkeit bleiben. Es kann nicht dabei bleiben, dass du nur ein Glaubensbekenntnis abnickst und sagst, ja, glaube ich auch, ohne dass da was mit dem Herzen ist. Ohne dass die Leute wirklich in einer Beziehung zu Gott sind. Ne? Und das war etwas, was hier in unseren Breitengraden entstand. Und das war der Pietismus. Der Pietismus. So, wann war der Pietismus? Etwa, ich habe mal hier 1680 geschrieben. Das sind natürlich immer Zeiträume, ja. Das darf man jetzt nicht auf so einen Zeitpunkt komplett einfach zurückführen. Aber etwa um den Drehpunkt gab es eben diese Bewegung des Pietismus. Und wir, meine Frau und ich, wir kommen letztlich aus dem Pietismus heraus. Aus Gemeinden, die hier entstanden sind und die es heute noch gibt und wo wir einfach mit verbunden sind oder groß geworden sind. Das ist etwas, wo es ganz stark ums Wort geht, um die Bibel, um die Wahrheit der Bibel, wo man studiert hat. Und das war eben dieses Ding, wo man gesagt hat, wir kommen zusammen als Christen, evangelische Christen, und haben nochmal ein Extratreffen. Heute würde man sagen, ein Hauskreis. Das war die Stunde. Man nannte sie die Stundisten. Ja? Man hat eine Hausgruppe gebildet zum Gebet, zum Bibelstudium, um auch zum Gespräch. Ne? Und es ging um echte Bekehrung, echte Wiedergeburt, christliche Tugend, ein Leben, was wirklich auch Auswirkungen hatte und so weiter. Und da gab es einen, der ganz markant war,
Philipp Jakob Spener, ein Wegbereiter in diese Richtung. Ein anderer, der auch sehr bekannt ist, ist August Hermann Franke. Das war jemand, vor allen Dingen in Halle, der hat Waisenhäuser eröffnet, der hat das Schulsystem komplett reformiert, hat viele Missionare ausgesandt und so weiter. Und es ging jetzt darum, in einer persönlichen Beziehung zum Herrn zu reifen und zu wachsen. Ja, es ging um einfach eine Herzensbeziehung. Ja, ihnen war ganz klar, die Wiedergeburt findet nicht bei der Kindertaufe statt, sondern man braucht eine Bekehrung. Ja, und deshalb eben diese Bibelstunden. Und diese gibt es ja, die haben sich über die Jahrhunderte wirklich gehalten bis zum heutigen Tag. Das war übrigens in vielen Regionen von der evangelischen Kirche auch nicht gerne gesehen und wurde teilweise auch bekämpft oder versucht, das auszulöschen. Genau. Und aus dem Pietismus heraus entstand etwas, was für uns wiederum sehr wichtig ist, und das ist nämlich die Bewegung der Herrenhuter und Zinzendorf. Zinzendorf war jemand, der im Grunde genommen im Pietismus eingebettet war, pietistisch erzogen worden war, von Kind auf an eigentlich Christ war. Und bei ihm wanderten 1722, wo sind wir da? Ja, etwa hier, ja, wanderten von Hus, wanderten Leute ein, der war Graf in sein Herrschaftsgebiet, und er hat denen also einen Ort gegeben, wo die sich niederlassen konnten, und daraus ist dann im Grunde genommen Herrenhut entstanden, die Herrenhuter-Bewegung. Und das ist extrem interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Ich kann das nur ganz, ganz klein hier anreißen. Ja? Und diese Bewegung war etwas, was die Christenheit maßgeblich geformt hat, auch tatsächlich ganz stark in den USA. Das war eigentlich ein christliches Dorf, komplett christlich. Ja. Es gab eine Leiterschaft, die geistlich orientiert war. Da ging es also nicht darum, wer hat jetzt hier irgendwie Herkunft oder Bildung oder sonst was. Ja. Und da war das auch, wo diese Gebetskette entstanden ist. Eine Gebetskette 24/7 für über 100 Jahre, die dort entstanden worden ist. Ja. Übrigens gab es auch eine Gebetskette von Kindern. Auch die Kinder waren so eifrig dabei, dass auch sie eine 24-stündige Gebetskette gegründet haben. Andacht gab es am Anfang und am Ende von jedem Tag. Und bei wichtigen Fragen haben sie tatsächlich gelost, wie im Alten Testament. Also das Los entschied dafür. Und wir alle kennen noch die Losung, die dann eben als tägliche Lesung dann eben auch daraus hervorgekommen sind. Und die einzigste Qualifikation, die man haben musste, um predigen zu können, war, dass man wirklich mit den Dingen Gottes gefüllt war, dass das Herz gefüllt war. Es ging nicht darum, welchen Abschluss und welches Pöstchen und welche Ausbildung, sondern war das ein Mann Gottes oder nicht? War das eine Frau Gottes oder nicht? Wenn das war, dann ging es los. Und hier diese Herrenhuter, wie gesagt, das war Pietismus. Diese Herrenhuter waren ganz, ganz hingegeben an Mission. Die Herrenhuter haben in 20 Jahren mehr Missionare ausgesandt als die gesamte protestantische Bewegung zusammen in 200 Jahren. Die kleine Gruppe in 20 Jahren mehr als die ganze evangelische Kirche zusammen. Das musst du dir vorstellen. Die waren etwas, was gigantische Inspiration hinsichtlich Mission gegeben haben. Später wurde der Vater der modernen Missionsbewegung, William Carey, davon inspiriert. Ja, der hat gesagt, das ist es, wie man vorwärts gehen soll. Ihr kennt vielleicht die Geschichten, wie die ihr Leben hingegeben haben. Die sind halt hingezogen auf Missionsfeld und wussten, es gibt kein Zurückkommen. Sie waren wirklich Leute, die ihr Leben hingegeben haben. Das ist eigentlich das Markanteste von den Herrenhuter, diese Hingabe an Mission. Später, 1740 etwa, begegnen wir hier schon Wesley und Whitfield. Das ist in England eine gewaltige, gewaltige Bewegung gewesen, die England komplett verändert hat. Man sagt, Wesley war der bedeutendste Mensch des 18. Jahrhunderts in ganz England. Es gab keinen, der mehr Einfluss hatte, keinen, der mehr bewegt hat. Wesley war gigantisch. Und
Wenn man sich mit dem frühen Methodismus beschäftigt, heute ist davon leider nicht mehr viel zu finden, aber wenn man sich mit dem frühen Methodismus beschäftigt, hey, du kannst nur sagen, die waren charismatischer als alle Charismatiker heute zusammengenommen. Die waren on fire. Die haben ihr Leben hingegeben für Evangelisation. Die sind losgegangen. Das war gigantisch, was die bewegt haben und was sie vor allen Dingen in den USA für gewaltige Veränderungen hatten. Also Wesley und Whitfield, ich schreibe hier einfach mal Methodisten hin. Die Gewaltiges bewegt haben, die der Herr dazu gebraucht hatte. Kurz drauf oder fast zeitgleich haben sich aus diesen Wiedertäufern dann auch hier die Baptisten gegründet. Das waren die Leute, die jetzt gesagt haben, wir legen extremen Wert auf eben die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe. Das war für sie ein ganz wichtiger Punkt. Kurz darauf entstand wiederum auch aus diesem ganzen Gemenge, aus dem Pietismus etwas, das nenne ich mal die Heiligungsbewegung. Die Heiligungsbewegung war etwas, wo man gesagt hat, ist ja schön, wenn du getauft bist und in der Gemeinde bist und sonst was, aber wenn das mit deinem Leben nichts zu tun hat, ist das nichts. Du musst einen heiligen Lebensstil haben. Es muss Auswirkungen haben. Du kannst nicht einfach leben wie jeder andere sonst auch, sondern es muss erkennbar sein. Dein Leben muss ein Zeugnis sein. Du musst Licht sein und so weiter. Du musst heilig sein. Teilweise hat das dann zu etwas skurrilen Absonderungen geführt, dass man sich also so von der Welt ganz distanziert hat, was dann auch schräg war oder irgendwelche äußeren Formen hatte. Aber vom eigentlichen Ansatz her war es etwas, wo es darum ging, hey, wir müssen wirklich gottgemäß leben. Erinnere dich an die Urgemeinde. Da war das Thema, ne? Heiligungsbewegung. Und dann etwa um das Jahr 1800, und jetzt sind wir etwa hier angekommen, da, 1800 gab es gewaltige Erweckungsbewegungen in den USA. Das war ja Wilder Westen, da gab es einen Haufen Siedler und was weiß ich, Pioniere, Trapper, alles Mögliche. Und dort gab es gewaltige Erweckungsbewegungen, teilweise sehr stark von den Methodisten ausgelöst unter einem gewissen Asbury, ein ganz gigantischer Mann Gottes. Dann gab es Leute wie Finney und Jonathan Edwards und so weiter, die dort gewirkt haben. Und es war gewaltig. Da gab es Camp-Meetings, die also wirklich in der Pampa stattfinden, wo die Leute dann einmal im Jahr zusammengekommen sind in irgendeine Stadt und dort würde einfach, wie soll ich mal sagen, ein riesiger Gottesdienst gefeiert. Überall, an allen möglichen Ecken, waren irgendwelche Prediger, die gepredigt haben und die Leute kamen einfach und haben zugehört. Und es wird berichtet immer wieder, dass auf einmal schlagartig, ohne dass irgendwas passiert ist, teilweise Hunderte von Leuten umgefallen sind. Auf einmal. Und die waren teilweise für Stunden auf dem Boden, konnten sich nicht bewegen. Und immer wieder wird erzählt, dass die Visionen hatten von der Hölle und vom Himmel. Und wenn die wieder zu sich kamen, dann hatten die dort auf dem Boden ihr Leben Jesus gegeben und waren von Neuem geboren worden durch das, was der Heilige Geist an ihnen gewirkt hat. Das waren Meetings, wo einfach inmitten von diesen rauen Siedlern und Farmern da der Heilige Geist gewirkt hat. Auf eine ganz interessante Art und Weise. Es ist bemerkenswert, wenn man sich damit mal beschäftigt. Dann gab es, wie gesagt, diesen Jonathan Edwards, einen Mann, der gewaltig die amerikanische Christenheit geprägt hat. Und genau, in Deutschland hingegen gab es um 1850 auch etwas sehr Interessantes. Das war nämlich, das ist etwa hier, genau, das war Blumhardt. Also über Blumhardt werde ich demnächst mal predigen. Blumhardt ist der absolute Knaller. Blumhardt ist ganz, ganz bemerkenswert. Ja, der Blumhardt war jemand, der normaler evangelischer Pfarrer, der in Befreiungsdienst reingegangen wurde. Ja, einfach weil jemand in seiner Gemeinde, eine gewisse Gottliebin Dittus,
dämonisiert war und er musste einfach in Befreiungsdienst gehen und ist dann da reingeführt worden und letztlich kam es dazu, dass er ein, ein Bad vom württembergischen König gekauft hat, Bad Boll, und dort eigentlich ein Heilungs- und Befreiungszentrum aufgebaut hat. Ein Zentrum, wo aus ganz Europa pro Jahr, glaube ich, etwa 1000 Leute haben die beherbergt, ins Schwäbische kam, um dort Heilung und Befreiung zu erleben. Dort wurde also über Jahrzehnte für Heilung und Befreiung gebetet und es war gewaltig, was da passiert ist. Ja, gewaltig. Das haben wir heute noch nicht wieder erreicht, was Blumhardt damals aufgebaut hatte, ja, vor über 150 Jahren. Und leider ist das danach eingegangen, dass nachdem er dann starb, hörte diese Arbeit dann auf. Und das ist eine ganz große Tragödie. Wenn man sich mit Blumhardt beschäftigt, merkt man das. Ja? Und dann ging es weiter hier, vor allen Dingen in den USA. Ja, dann kam dann Moody, wo es dann wirklich in Evangelisation ging, auch in Massenevangelisation schon. Und es kamen Leute wie beispielsweise Maria Woodward Etter. Maria Woodward Etter, ich weiß nicht, ob du den Namen mal gehört hast, ist eine ganz, ganz super interessante Person. Das war eine Lady, die hat Dinge mit dem Herrn erlebt, das hast du noch nie gehört. Also darüber müsste man auch mal predigen. Die war teilweise, wenn sie gepredigt hat, ja, war die auf einmal zack, eingefroren in ihrer Position. Teilweise über Stunden. Und man sagt, wenn das passiert ist, haben sich im Umkreis von, Meilen haben sich die Leute bekehrt, sind auf der Straße zusammengebrochen, haben ihr Leben dem Herrn gegeben. Und irgendwann einmal, ja, hörte dieses Eingefrorensein auf und sie predigte exakt an der Stelle weiter, wo sie war. Ja, wie ein Zeitausschnitt. Ganz interessant. Und gleichzeitig hatte sie in dieser Phase teilweise gewaltige Begegnungen mit dem Herrn. Sie hatte einen 50-jährigen Reisedienst und hat damals schon, das war 1880 und so weiter, 90, hatte die schon bis zu 25.000 Leuten in ihren Veranstaltungen. Ne? Ihre Meetings begannen morgens um 9 und endeten meistens um Mitternacht. Ja, da konnte der Heilige Geist wirken. Das war was anderes, als wenn du eine Dreiviertelstunde Gottesdienst hast und dann gehen alle nach Hause oder trinken noch einen Kaffee. Ja? Und es hat gewaltige Veränderungen gegeben. Ja, auch mit Tüchern, die sie geschickt hat, wofür gebetet worden ist und so weiter. Also alle Arten von Krankheiten wurden geheilt. Und sie einfach gesehen, wie der Herr Dinge wiederherstellt, die wir hier im Grunde genommen das letzte Mal in der Urgemeinde gehört hatten. Deshalb erzähle ich ein bisschen was von ihr. Ne? An einem Ort, wo Veranstaltungen waren, die natürlich immer dann auch so damals war das so üblich, dann teilweise über Monate ging, die Evangelisation, berichten die Ärzte, es wurden 6.000 Menschen während der Zeit geheilt. 6.000 Menschen. Du, da können wir doch heute nur von träumen bei uns in Deutschland. Und damals war das schon möglich. Und sie hatte ein Lebensmotto. Ihr Lebensmotto war, Christus ist alles für mich. Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Sie übt keine Anziehungskraft für mich aus. Ich lege mir Schätze im Himmel an. Weißt du was? Das ist exakt das, was wir brauchen. Das ist exakt das, wo wir hin müssen. Das ist exakt das, was wir sagen, wir sind nicht von der Welt. Selbst wenn wir in der Welt sind. Sie hat uns nichts zu bieten. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zum Herrn der Herren und zum König der Könige. Wir sind eingesetzt in der Himmelswelt. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Was kümmert mich hier die Aufs und Abs dieser Welt? Wir kommen aus dem Reich Gottes und wir müssen dieses Reich Gottes weitergeben. Und das Elend ist, was heute überall und überall gefordert wird, dass wir uns vor dem Weltsystem beugen sollen. Dass wir einknicken, dass wir mitspielen sollen, den bösen Plan. Dass wir zum Guten Böse sagen und zum Bösen es gut nennen. Das war etwas, was diese Leute niemals getan hätten, wo sie gesagt haben, nein, wir sind bereit für das, was wir wissen, dass wir glauben, dass es die Wahrheit ist, ja, dafür zu stehen. Und das ist etwas, was dann auch weiterging, ja, was richtig weiterging. Dann gibt es das Jahr 1904, auch ein ganz markantes Jahr. Ups, ich bin ja gar nicht im Bild. Da war Wales, die Erweckung in Wales unter Evan Roberts, ja. Gigantisch, was da passiert ist. Allerdings leider ist das etwas, was auf Dauer keine gesellschaftliche Veränderung gebracht hat. Das war ein sehr starker
Impulse, hat viel, sagen wir mal, Impuls gehabt, Auswirkungen gehabt. Aber nach einigen Jahren war es komplett wieder weg. Das war leider in Wales nicht so anhaltend. Aber kurz darauf, 1906, kam dann der absolute Knaller und das war Azusa. Azusa ist eine Straße in Los Angeles. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, ne? Azusa. Das hat dem Ganzen erst Rechtsspeed gegeben. Ihr seht schon, da kommt eine zunehmende Beschleunigung rein, so wie es hier den zunehmenden Abstieg gab. Azusa war eine Initialzündung grandios. Das war das, was die Pfingstbewegung richtig hervorgebracht hat. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen und wir haben auch ein ganz, ganz cooles Buch, wahre Wunder der Azusa Street. Wenn du dich damit beschäftigst, was da passiert ist, es ist grandios. Eine Feuersäule stand auf dem Gebäude. Vom Himmel fiel Feuer herunter. Das war das, was im Grunde genommen die Geistesgaben, ja, die wir in der Urgemeinde hatten, so richtig, richtig freigesetzt hat wieder für viele, viele Menschen. Guck, hier geht immer wieder schrittweise geht das empor. Aber hier auf einmal wurde etwas freigesetzt, was eine gewaltige Veränderung hatte. Azusa hat damals in erster Linie die Pfingstbewegung hervorgebracht und inspiriert. Und es ging ganz schnell weiter. John G. Lake mit seiner gewaltigen Bewegung und Healing Rooms und so weiter, war da einer davon. Und dann breitete sich das über die ganze Welt aus. Wir hatten schon gesprochen über die elende Berliner Erklärung, die lasse ich mal hier draußen, die wir eben hier in Deutschland hatten. Aber dann kam es dazu, dass hier etwa um das Jahr 1950 in USA die Heilungsevangelisten unterwegs waren. Ja, Heilungsevangelisation. Und da gibt es viele namhafte Personen, A.A. Allen oder Schambach oder T.L. Osborne oder Oral Roberts und so weiter. Auch andere, die teilweise ein bisschen speziell waren, wie Branham und so. Ja, Leute, die evangelisiert haben und gleichzeitig, wo Heilung freigesetzt war. Ja, teilweise auch mit prophetischen Impulsen und so weiter. Etwas, was richtig auf einmal wieder aufbrach. Hey, das gab's hier nicht. Das entstand erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist etwas, was hier den Dienst der Urgemeinde ganz markant ausgezeichnet hat. Die Bibel berichtet uns davon. Ja? Heilung ist wirklich etwas, was wir in der Apostelgeschichte finden. Dann kurz drauf, 1960 etwa, ja, entstand die charismatische Bewegung. Die charismatische Bewegung ist etwas, was eigentlich das, was hier in Azusa war, was die Pfingstbewegung hervorgebracht hat, sagen wir mal, in die bestehenden Gemeinden gebracht hat. Die Pfingstbewegung war etwas sehr Abgekapseltes und in erster Linie auch, sorry, ich sag's mal so, damals, als sie entstanden ist, in der eher unteren Gesellschaftsschicht. Die haben also, warum auch immer, wenig diese mittleren Gesellschaftsschichten erreichen können. In der Regel, ja. Die charismatische Bewegung war was anderes. Die ging in die etablierten Gemeinden hinein und brachte die Charismen Gottes in die bestehenden Gemeinden. Hatte also eine ganz andere Erreichbarkeit nochmal. Und war eigentlich von den, was in Azusa war, eigentlich sehr, sehr ähnlich von der Ausrichtung. Und was da auch war, war Lobpreis. Lobpreis entstand, moderner Lobpreis, wie wir ihn kennen, entstand eigentlich erst in den 60er Jahren. Prophetisch ganz interessant, parallel zur Einnahme von Jerusalem als israelische Hauptstadt, weil das ist die Stadt des Lobpreises. Aber das ist eine andere Story. Ja? So, Lobpreis ist etwas, was hier zu der Zeit so nicht existierte. Schau mal, Luther hat beispielsweise viele Lieder gedichtet. Das waren Lehrlieder. Das waren Lieder, die so konzipiert waren, dass die Leute, die ja nicht lesen konnten, das gesungen haben und biblische Wahrheiten verinnerlicht haben. Ja? Das waren eigentlich gesungene Predigtinhalte, Lehrinhalte. Und das war natürlich sehr, sehr breit verbreitet. Nicht nur, natürlich gab es immer Ausnahmen, aber Lobpreis in der Art und Weise, wie wir das heute kennen, wo wirklich der Herr um seinen Willen erhoben wird, ist noch nicht so alt. Das entstand erst, wie gesagt, in den 60ern. Lobpreis schreibe ich mal hier hin.
So, und dann ging es mit ziemlicher Geschwindigkeit weiter. Und ich mache das mal hier. Ups, falsch. So, dann entstand etwas, das haben die Amerikaner die dritte Welle genannt. Weiß nicht, finde den Begriff jetzt nicht so toll. Übrigens hier nochmal was zu der Heilungsevangelisation. Das war bei uns in Deutschland sehr wenig verbreitet, weil das war nach dem Krieg. Die Leute hatten ihr Wirtschaftswunder und sowas, die hatten damit wenig zu tun. Da ging es um Aufbau und sowas. Und das ist hier bei uns relativ wenig bekannt gewesen. Dritte Welle ist also etwas, wo einfach ein neues Bewusstsein von Charismen einfach aufgebaut wird. Ich lese auch gleich nochmal ein Zitat dazu vor. Also Pfingstbewegung wurde damals verstanden als erste Welle, charismatische Bewegung als zweite Welle und dann eine neue Welle des Heiligen Geistes. Wie gesagt, einfach mal so, ja, von verschiedenen geistlichen Leitern so gesehen. Was aber damit einherging, war ein Bewusstsein von Israel, der Position Israels und ein Bewusstsein der jüdischen Wurzeln. Hey, das hatten hier, die Jungs hatten das überhaupt nicht drauf. Da hatten die überhaupt keinen Blick für. Ja, das Bewusstsein, hey, es gibt ja jüdische Wurzeln. Jesus war Jude, die Urgemeinde war Juden zum größten Teil. Und da gibt es Schätze und wertvolle Dinge. Hier, ich habe vorhin angekündigt, die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Das ist genau das. Das ist etwas, was verborgen ist im Alten Testament und im jüdischen Brauchtum und so weiter und was ein Schatz ist und was wir erkennen mussten. Aber das war nicht hier bewusst, sondern es ist erst im Laufe der Zeit entstanden. Ein Bewusstsein, welche Bedeutung Israel, welche Bedeutung Jerusalem hat. Ja? Auch heilsgeschichtlich, endzeitlich und so weiter. Und bis zum heutigen Tag wird das teilweise scharf bekämpft. Und dann etwa um das Jahr 2000, ja, gab es die, ich nenne es mal, apostolisch prophetisch Bewegung. Auf einmal trat das Prophetische in den Vordergrund. Auf einmal gab es da etwas, wo Propheten wieder aufgestanden sind, wo das Prophetische wiederhergestellt worden ist und teilweise eben auch das Apostolische. Vielleicht nicht unbedingt bei uns, aber anderswo gibt es wirkliche dramatische apostolische Dienste, die man auch nicht anders bezeichnen kann. Hier vielleicht schreibe ich nochmal hin, wie soll man sagen, Bewusstsein vom, ich schreibe mal hin, jüdische Wurzeln, ja, die einfach wiederentdeckt worden sind. Wobei jüdisch ist kein guter Begriff, also eigentlich geht es um die Wurzeln, die wir hier in der Urgemeinde haben, die halt sehr stark vom damaligen Judentum geprägt waren. So, und dann gab es hier um den Zeitpunkt natürlich auch hier Weltevangelisation. Das ist beispielsweise um das Jahr 2000 die Zeit, wo mit Reinhard Bonnke diese gigantischen Großevangelisationen aufgebrochen sind, wo ein einziger Mann in einem Dienst von gut 40 Jahren 80 Millionen Leute zum Herrn führt. Knapp 80. Das gab es vorher nicht. Aber das ist die Umsetzung des Missionsbefehls, die Jesus uns gegeben hat. Stell mal vor, das ist ein Deutscher. Halleluja. Es gibt auch andere große Evangelisten. Ja, wir haben überall gewaltige Evangelisten, die Großes getan haben. Wir kennen auch natürlich Billy Graham sehr, sehr gut. Aber hier ist etwas, was in einer ganz anderen Dimension passiert, als wir das bisher kennen. Schau mal hier unten, die Herrenhuter haben Missionare ausgesandt. Das war damals etwas Revolutionäres. Ja, die Pietisten unter den Herrenhuter, genau, das war etwas, was das initiiert hat. Dann kam diese Missionsbewegung in Gang und während der Zeit, das ist ja alles nur ein paar hundert Jahre, entstanden diese ganzen Missionswerke, ja, Hudson Taylor und so weiter, wie gesagt Moody und, die evangelisiert haben, die missioniert haben, die das Evangelium in die ganze Welt gebracht haben. Sorry, Luther hat überhaupt keinen Blick dafür. Das war überhaupt nichts, was damals, zur damaligen Zeit, auf dem Stand war. Wycliffe ging es darum, dass es das eigene Volk überhaupt mal die Bibel verstehen konnte. Ja? Aber hier war etwas, wo eine Dynamik reinkam und Weltevangelisation heute befindet sich auf einem Level, dass man sagen kann,
Es braucht nicht mehr so lange, bis wirklich die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht ist. Ja? Und die Wycliffe-Bibelübersetzer sagen auch, sie sind kurz davor, das Ziel zu erreichen, dass jeder Mensch auf der Welt ein Neues Testament in einer Sprache hat, die er versteht. Viele Leute sind mehrsprachig auf der Welt und in einer Sprache, die er gut versteht, dass jeder Mensch ein Neues Testament hat. So, das heißt, wir bewegen uns hier wirklich in eine dramatische Phase hinein, ja, wo wir gar nicht wissen, wie das weitergeht, was hier passiert und ob wir nicht sogar die Power der Urgemeinde vielleicht sogar nicht in der Qualität, aber vielleicht in der Quantität übertreffen können. So, was ich hier also sagen will ist, du hast hier einen Abstieg bis ins Mittelalter und dann einen Aufstieg, in dem wir uns noch befinden. Das ist ein Prozess, in dem wir eingebettet sind. Jeder von uns ist hier drin. Ist hier in dieser Bewegung drin, befindet sich da mittendrin. Guck, die Reformatoren, denen ging es um das Wort Gottes, ja, statt menschlicher Dogmen. Na, dann ging es ihnen darum, dass die Menschen Zugang haben zum Wort Gottes. Ich habe folgende Info gefunden. Vor weniger als 60 Jahren, bis zum Jahr 1962, war es in Belgien, verboten, dass Privatleute eine Bibel besitzen. So. Warum? Weil wir gesagt haben, naja, wenn die Privatleute die Bibel lesen, dann verstehen die irgendwas, was eben nicht Dogma der Kirche ist und das ist nicht gut. Nur die Geistlichen dürfen das. Das ist nicht so weit weg, wie wir vielleicht denken. Das ist etwas, was ganz schön beklemmt ist. Hier, es ging ihnen um Gnade statt Werke. Es ging ihnen um Wiederherstellung vom allgemeinen Priestertum. Es ging ihnen um die Bedeutung der persönlichen Heiligung, der Hingabe eines ernsthaften Lebensstils. Ja, es ging ihnen um die Bedeutung der Buße, ja, der Neugeburt, ja, dann die Wichtigkeit von Mission, die Bedeutung der Taufe, die Person des Heiligen Geistes, ja, dann Geistesgaben, Zungenrede, Prophetie, Heilung und so weiter, Verständnis von der Position Israels, ja, Bedeutung von Lobpreis und Anbetung, dann Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, Befreiungsdienst und so weiter. All das war verloren und musste vom Herrn wieder initiiert werden. All das musste wieder kommen. All das musste wieder kommen. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass wenn der Herr wiederkommt, wird die Gemeinde mindestens dieses Level haben, oder ist schon gut, wenn wir dieses Level haben, und zwar ohne Flecken und Runzeln sein. Wir werden die Power der Urgemeinde haben. Wir werden in den gleichen Zeichen und Wundern vorangehen. Wir werden in der gleichen Hingabe und Liebe füreinander vorangehen. Es wird anders sein, als es jetzt ist. Ja? Christentum ist dabei, durch diese Maßnahmen, in denen wir momentan stecken, sich komplett zu verändern. Ja? Es wird gewaltige Erschütterungen geben und wir werden mittendrin sein. Und wir sind diejenigen, die auf dem Felsen stehen und egal, was um uns herum passiert, wir werden diejenigen sein, die die Zukunft gestalten, gemeinsam mit dem Herrn der Herren. Schau, ich sehe das Ganze so. Das Ganze ist wie eine Straße. Hier wurde angefangen, ich meine, irgendwo wurde angefangen, die Straße zu bauen. Und vor 500 Jahren hat man mit den Möglichkeiten, die man damals hatte, die Straße gebaut. Und vor 2000 Jahren hat man mit den Möglichkeiten, die man dort hatte, die Straßen gebaut. Ja? Und dann wurde das weiter. Die Technik verbesserte sich, die Möglichkeiten verbesserten sich. Es gab immer mehr Dynamik, immer mehr. Wir arbeiten heute anders als vor 200, 300, 400, 500 Jahren im Straßenbau. Ja? Wir würden das nicht mehr so machen. Aber ich verachte doch nicht die Straße, die diese Leute mit Blut und Tränen gebaut haben, die uns heute hier hingebracht hat. Das wäre doch völlig töricht. Das ist das, was Gott hier gebraucht hat, in der Schwäche der Leute, in der Stärke der Leute, um das hervorzubringen. Deshalb ist all das, was hier ist, das schätze ich absolut wert. Ich achte das nicht gering. Aber ich sage, hey, wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht auf dem Level stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen. Es muss weitergehen mit dem Herrn. Wir tun das schätzen, wir tun das anerkennen, ja, aber wir verherrlichen das nicht. Und wir konservieren das nicht. Wir sagen nicht, okay, das ist das, jetzt müssen wir hier, ja, wir lesen nur noch Original-Luther-Bibel und
benehmen uns wie die Leute damals, sondern es muss diese Dynamik sein. Und die Straße wird heute mit anderer Power und anderer Dynamik und anderer Schnelligkeit gebaut als damals. Ja, wie gesagt, denk an Bonke. Ja, der hat eine ganz andere Power zu evangelisieren, als es beispielsweise Herrenhuter Missionare hatten. Aber die haben damals den Weg dafür gebaut, damit das Ganze überhaupt erst entstehen konnte. Das ist etwas, was wir wirklich verstehen müssen. Und dann möchte ich noch etwas sagen, was wichtig ist zum Verständnis. Weißt du, das ist jetzt hier die Entwicklung der Werte der Gemeinde. Ich habe ja am Anfang gesagt, man muss es verstehen, es ist nur ein Aspekt von dem Ganzen. Es gab natürlich immer hier absolut hingegebene Christen. Es gab immer Leute, die, ich sag mal, hier oben waren. Es gab immer Leute, die ihr Leben hingegeben hatten. Es gab immer Leute, die mit dem Herrn waren. Es gab immer Leute, die wirklich treu waren und so weiter. Ne? Hier geht es darum, den Werteverlust darzustellen, nicht wie einzelne Leute mit dem Herrn gelebt haben. Das möchte ich wirklich betonen. Und genauso gibt es hier natürlich auch Leute, die sich auf irgendeinem Level hier unten bewegen. Wölfe im Schafspelz, irgendwelche Leute, die einfach so dabei sind, Agenten des Feindes, sonst was. Ja, das persönliche Beziehung zum Herrn ist etwas, was hier jetzt nicht abgebildet wird. Hier geht es um die Werte in der gesamten Christenheit. So, dann möchte ich dir noch ein Zitat vorlesen von Peter Wagner. Der hat zu dieser Situation Folgendes geschrieben. Meine Hypothese ist, dass die Braut Christi, also das schreiben wir hier mal hier hin, also nicht heute, aber Braut Christi, da irgendwo in näherer oder fernerer Zukunft, Braut Christi, dass die Braut Christi, die Gemeinde, in den vergangenen Jahrzehnten durch einen Prozess in Vorbereitung auf die Erfüllung des Missionsbefehls vorangegangen ist. Und das ist das, was Jesus uns ja hier gegeben hat. Ja, die ist gereift. Und dann schreibt er, mein Startpunkt ist die protestantische Reformation, in welcher der theologische Unterbau errichtet wurde, die Autorität der Schrift, Rechtfertigung aus Glauben, Priesterschaft aller Gläubigen. Die Bewegung unter Wesley, hier die Methodisten, hat dann die Notwendigkeit der persönlichen kooperativen Heiligkeit aufgezeigt. Später profitierte die Pfingstbewegung das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes und eine Anzahl von Diensten in Kraft. Das Amt des Fürbitters wurde in den 70er Jahren, das habe ich jetzt gar nicht gebracht, und das Amt des Propheten in den 80er Jahren wiederhergestellt, nach seiner Einschätzung. Das letzte Stück kam in den 1990er Jahren mit der Anerkennung und Gabe des Dienstes des Apostels. So, das hat er dazu geschrieben. Der hat im Grunde genommen diese ähnliche Aufwärtsentwicklung gesehen. Ein gewisser Bill Hammond sagt, seit etwa annähernd 500 Jahren befinden wir uns in einem Prozess der Wiederherstellung. Absolut richtig. Und dann ein wunderbares Zitat von Rick Joyner, was ich dir vorlesen will. Der hat zur Kirchengeschichte Folgendes geschrieben. Der Herr hat einige wenige Josuas und Kalebs gehabt, die zu ihrer Zeit hervortraten und voller Glauben gewaltige Machttaten wirkten. Doch nun, am Ende des Zeitalters, richtet er eine Generation auf, die den Glauben hat, voranzugehen und ihre Erbschaft in Besitz zu nehmen. Sam Jones, das war auch ein Erweckungsmensch, ja, Evan Roberts, hier das ist Wales, William Seymour, Azusa, waren große Männer des Glaubens. Aber der Herr ist dabei, Zehntausende wie sie freizusetzen. Zusammen mit solchen wie William Booth, Gründer der Heilsarmee, Hudson Taylor, das ist China Inlandmission, ne? John Wesley, George Whitfield, Jonathan Edwards, Graf Zinzendorf, John Knox, Luther, ja, Petrus und sogar Paulus, alle zur gleichen Zeit. Er sagt, das, was hier ist, der Herr wird überall ähnliche Leute sich in einer Generation holen, die das
hervorbringen, was der Herr geplant hat. Und dann sagt er, zusammen werden sie eine Vielzahl von Nashville, das waren diese Erweckungsbewegungen in den USA, ja, von Nashville, Walisischen und Azusa Street Erweckungen entzünden. Eine Vielzahl von großen Erweckungen und viele Reformationen, alle zusammen. Eine Generation steht auf, die alle Dinge erleben wird, nach denen jeder Prophet und jeder Gerechte seit jeher Verlangen gehabt hat. Für diejenigen, und jetzt pass auf, das gilt für heute, das gilt für jetzt, das gilt für die Zeit der Pandemie, das gilt für die Erschütterungen, in denen wir leben, das gilt für genau die Situation, in der wir uns heute mit diesem ganzen Irrsinn befinden. Ja? Er sagt, für diejenigen, die Gott lieben, hat es nie eine bessere Zeit gegeben, die sich zu erleben lohnt. Der Herr hat den besten Wein bis zuletzt aufbewahrt. Warum? Weil wir uns hier befinden. Und das, was Gott tut, wird keine Regierung der Welt aufhalten können. Das, was Gott tut, wird kein System, keine Okkultisten, keine irgendwelche Strippenzieher, wo auch immer sie sitzen mögen, aufhalten können. Gott wird sein Ziel hervorbringen. Halleluja. Die Verheißung Joels, die Petrus hier gepredigt hat, wo er gesagt hat, das ist die Initialzündung, werden hervorkommen. Alle. Ausnahmslos. Sie werden erfüllt werden. Der Feind hat unzählige Versuche unternommen, das zu stoppen und zu verhindern. Er hat immer wieder attackiert. Er hat immer wieder versucht, das zu schwächen. Er hat immer versucht, es zum Stillstand zu bringen, kaputt zu machen. Ja, ja, gerade auch in Deutschland und in Europa. Bis zum absoluten, absoluten Niedergang. Ja, wirklich übelst. Aber er konnte es nicht abtöten. Er konnte es nicht abtöten. Der Herr griff ein und hat immer wieder neu gewaltige Segensbewegungen geschenkt. Und in dieser Dynamik befinden wir uns. Die Power, ich hatte vorhin darüber gesprochen, die Power, wie die Urgemeinde vorwärts gegangen ist, das ist die Power, mit der wir heute auch vorwärts gehen werden. Wir werden ganze Nationen erschüttern, wir werden den ganzen Erdkreis erschüttern. Mit dem, was Gott tut, mit dem, was er verheißen hat. Denn das ist das, was Matthäus 24, Vers 14 sagt. Das ist das, was Jesus in den Endzeitreden gesagt hat. Er sagt, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Nicht vorher. Das wirklich verlässliche Zeichen, dass die Wiederkunft hier so bevorsteht, sind nicht Erdbeben und Kriege und Erschütterungen und alles Mögliche, ja, ist gesagt, kommt, sondern es ist, dass das Evangelium des Reiches, das heißt der Kraft, der Power, der Autorität in Erweisung des Geistes und der Kraft, dass das überall verkündet wird und zwar so, dass es ein Zeugnis ist für Nationen. Nicht nur, dass sie es gehört haben, sondern dass sie ein Zeugnis davon haben, weil das Reich Gottes in aller Kraft vorankommt. Die Vollzahl der Nation muss das Wort Gottes hören, muss in Reich Gottes kommen, bevor der Herr in all seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Vor Jesu Wiederkunft kommt die weltweite Evangelisation und kommt die, wie soll ich mal sagen, die Bereitmachung der Braut. Und genau da sind wir drin. Jesus sagte in Matthäus 13, Vers 39, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Halleluja. Ja, das war mein Vortrag, den ich dir geben wollte, einfach über Werteverfall und Wertewiederherstellung in der Christenheit. Und ich denke, es hilft uns ein wenig, ein Verständnis dafür zu bekommen, für das, was Gott tut. Und das Gute ist, dass wir alle, jeder von uns, eingebettet ist in diese gewaltige, dynamische Bewegung. Vielleicht kriegen wir das gar nicht so mit. Vielleicht wissen wir gar nicht, was wir haben an Schätzen, die der Herr uns heute gibt. Weißt du, heute ist es kein Problem, dich mit jüdischen Wurzeln zu beschäftigen. Heute ist es kein Problem, an die Bibel ranzukommen mit deiner Sprache. Heute ist es kein Problem, dich über Videos und sonst was zu connecten, wo irgendwo Bewegungen Gottes sind. Heute ist es kein Problem, irgendwo dein Anliegen hinzuschicken.
und sagen, ich brauche Heilung, betet für mich. Ja? Das war hier etwas, was erst entstehen musste. Die Straße, die hier angefangen wurde zu bauen, ist inzwischen zu einer gewaltigen Autobahn geworden. Und wir sollten mit Full Speed im Geist Gottes unterwegs sein, um die Ziele des Herrn zu erfüllen. Deshalb ist es nicht die Zeit, einen Kopf in den Sand zu stecken und die Krise zu kriegen und über das Elend der Welt zu jammern, sondern wir sind Gottes Volk. Wir sind diejenigen, die mit dem Herrn erleben werden, wie das, was er verheißen hat, hervorkommt. Das sagen die prophetischen Worte. Und deshalb ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Weißt du, zur Zeit Luther, da war prophetisches Wort stark umkämpft oder auch abgelehnt. Es gab ein paar. Ja, heute wissen wir, was der Herr sagt. Und es ist so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Amen. Amen.